Es klappert leise im Hintergrund, das heißt, die Comic-Cookies sind wieder da. Cookies, Comic-Cookies, lecker! Sitzt Uni. Hallo! Da sitzt blätternd der Breedstorm. Mahlzeit. Und mein Name ist Steffen L. Woher weißt du, dass die Leute das mittags hören? Steffen. Ja. Immer für einen schlechten Gag zu haben. Ich wollte gerade sagen, du startest das neue Jahr mit einem alten Kater. Frohes Neues. Ja, ein frohes neues Jahr wünschen wir euch. Auch da draußen. Ja, nach den zwei Podcasts im Dezember, jetzt also ein etwas leicht verspäteter erster Podcast im neuen Jahr. Wie war denn Weihnachten, Breedstorm? Ja, besinnlich. Besinnlich, hast dich ein bisschen besonnen, ja? Ja. Das ist schön. Durchaus. Bei euch? Brettspiellastig. Ah, Brettspiel. Können wir irgendwann mal auch so eine Zwischensession einlegen und ein paar coole Brettspiele vorstellen, aber das machen wir heute nicht. Der Max hat gestern einen geilen Spruch gebracht. Hm? Entschuldigung, den muss ich kurz loswerden. Auf dem Stammtisch. Also, dieser Gag wird präsentiert von Marshall. Brettspiel für eine Person. Bügeln. Naja, gut, man muss wohl dabei gewesen sein. Was soll das denn? Ich habe vor kurzem die Garnitur... Ich mag das nicht drauf. Aber der hat das besser rübergebracht als ich. Naja, gut. Für die Hörer, die das vielleicht nicht kennen, der Marshall ist der morfende Ex-Stammtischvater des Frankfurter Comic-Stammtischs. Ja. Und die personifizierte Vereinigung von Badesalz. Was? Vom Badesalz und Rockstar in einem. Ja. Jetzt müssen wir doch noch Badesalz erklären. Außerhalb von Hessen kennt doch niemand Badesalz, oder? Doch, die sind doch bekannt. Abutze. Genau. Okay. Erbarme war ja vorher. War ja lange vorher. Abutze. Ihr habt Brettspiel. Das haben wir immer an Silvester. Brettspiele und machen. Würfelspiele. Und Würfelspiele. Nee, Würfelspiele waren also Weihnachten. Nicht nur gebügelt jetzt. Wir müssen ja an Weihnachten, muss ich um meine Geschenke statt würfeln. Das zweite Mal also besser, aber auch nicht. Wirst du konditioniert oder wie geht das? Nein, ich muss würfeln und ich muss immer eine 6 würfeln, sonst darf ich mir kein Geschenk nehmen. Das bedeutet, da ich so furchtbar schlecht bin in Würfeln, sitze ich dann am Ende immer alleine da, vor dem Baum stehen nur noch meine Geschenke. Du sitzt alleine vor dem Baum, würfelt den ganzen Abend, die anderen essen schon Raclette. Dann irgendwann sagt mein Bruder schon so aus Verzweifeln, ach komm Kind, jetzt gilt auch die 1. Und dann geht's immer noch nicht schneller. Dann sagt er, ach, jetzt gilt auch die 3. Dann würfel ich gekonnt ein Viererpasch hintereinander die ganze Zeit. Aber nein, deswegen wurde dieses Jahr für mich extra eine Sonderregel eingeführt, dass man durfte sich bei der 6. ein Geschenk holen, bei der 1 durfte man für einen anderen ein Geschenk holen, bei der 5 durfte man links ein Geschenk, also für den, der links sitzt. Oh Gott, und das bei wird so 2, ja, nee, aber es war unheimlich wichtig, denn ich habe all meine Geschenke nur durch die 1 bekommen, die irgendein anderer gewürfelt hat und dann aus lauter Mitleid. Immer Tisch genommen. Ja. Super. Es war wunderschön. Wirklich. Also, wenn ihr mal nicht die letzten beim, kenne ich gar nicht. Geschenke gibt's, kenne ich nicht, ne? Sei froh. Machen das viele? Ist das eine alte oberhessische Tradition, oder? Ich weiß es gar nicht, aber es gibt recht viele. Sollten wir mal einführen. Wir haben ja mit einer anderen Familie, also mit der Familie, oh Gott. Mein Bruder hat geheiratet und mit der Familie, die er da angeheiratet hat, mit denen haben wir Weihnachten gefeiert, zum ersten Mal. Die haben auch eine Tradition. Und zwar haben die früher die Namen einfach auf die Geschenke Nummern auf die Geschenke geschrieben. Mhm. Und du hast die wie eine Lostrommel dann gezogen und hast sie, glaube ich, die Geschenke dann, egal ob es deins war, ausgepackt und musstest dann später zuordnen. Ja. Mhm.
Also das war auch, das hat dann, haben sie dann gesagt, dafür waren wir zu viele. Das hätte ja ein riesen Chaos gegeben. Mhm. Und was ist, wenn du dein Geschenk nicht mehr hergeben willst? Mhm. Dieser Entenbräter, der gehört jetzt mir, den kriegt keiner. Stell dir das mal, ja, die ist ja auch zur Verwicklung geführt wahrscheinlich. Ja, aber nö, finde ich eine schöne Idee. Das könnte man, mal machen. Ja, also falls noch jemand da draußen Geschenke würfeln spielt, ladet euch doch nächstes Weihnachten einfach mal die Uni ein. Dann seid ihr nicht die Letzten. Das ist so traurig. Aber weil wir gerade so schön bei Rückblicken sind, wollte ich mal ganz kurz einhaken mit unserem Blog. Da gab es nämlich von WordPress, wie in jedem Jahr, glaube ich, also bewusst ist mir nur das letzte Jahr in Erinnerung und dieses Jahr dann halt wieder, immer den Jahresrückblick. Welche Themen waren denn besonders beliebt? So, also erfreuliche Zahlen sind schon mal, dass das Opernhaus Sydney 2700 Personen fasst. Was hat das mit unserem Blog zu tun? Dieses Blog wurde in 2014 etwa 19.000 Mal besucht. Wenn es ein Konzert im Sydney Opernhaus wäre, würde es 7 ausverkaufte Aufführungen benötigen. Ja, ja. Dafür kann man das Opernhaus noch nicht mieten für 4 ausverkaufte, nee, für 7 ausverkaufte. So, was haben wir denn? 571 Besucher war der meistbesuchte Tag, falls das jemanden interessiert. Das ist was wollt ihr auf unserem Blog? Das war der 25. Juni und der entsprechende Beitrag, das interessiert ja immer mal den Priesterum ganz, ja, ganz brennend. Warum kommen da so viele Leute auf einmal? Das war die Sketchjäger CSE 2014, Teil 1. Mhm. Also die ersten Sketchjäger-Ausgabe von diesem Jahr. Aus Erlangen. Mhm. Aus Erlangen, genau. Ja, was hat man dann noch so? Ach so, ja, die meisten besuchten Beiträge würde ich vielleicht noch anbringen an der Stelle. Guck mal hier. Disney, ganz weit oben. Disney Infinity, Platz 1. Und 80 Jahre Goofy, das ist schon sehr, sehr lange, sehr alter Beitrag eigentlich. Immerhin auf Platz 2. Also die Disney-Themen werden irgendwie. Das ist interessant, ja. Sehr häufig besucht bei uns. Dann die nächsten 3 Plätze sind Sketchjäger-Beiträge von diesem Jahr. Ja, genau. Wollen wir noch erklären, woher die Leute kommen so? Also von Panini Comics kommen welche, also vom Forum sehr wahrscheinlich. Ja. Dann von Twitter, von Facebook, von Tap Talk, das ist. Wo der Podcast liegt. Nee. Tapper Talk. Ach, das ist diese App für Foren, dass genau, du die auf dem Smartphone darstellen kannst, ne? Ja. Und von dreimal alles. Gut. Also ein neuer Blog, der erst im letzten Jahr gestartet ist. Sehr, sehr informativer Blog, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. dreimalalles.info werde ich auch verlinken. Kann man sich gerne mal angucken. Also die bündeln im Prinzip die ganzen News von der genau, Comic-Szene zusammen, ja, auf eine Seite. Genau. Das ist praktisch wie so eine Presseschau für Comic-Themen. Mhm. So kann man es eigentlich sehen. Ja. Also sehr informativ. Und auch eigene Beiträge natürlich dabei. Ja. Ja. Dann hören wir jetzt erstmal kurz was anderes. Und zwar war ich im Dezember im Umfeld des Batman-Tages, also es war dann schon ein bisschen später, gab es nochmal eine Lesung. Und zwar von Zwerchfell. Also Piwi von Zwerchfell richtet immer wieder Lesungen aus. Und diesmal hat man sich dann halt Batman angenommen. Ja, und da hören wir jetzt einfach mal rein. Viel Spaß. Vollständig am Anfang, genau. Weil bevor wir mit der großen Melange aus allen Batmans beginnen, wollen wir eigentlich die allererste Batman-Geschichte lesen. Detective Comics. Richtig, als Batman noch Detektiv war und mit Bindestrich geschrieben wurde. Aus welchem Grund auch immer. Und vielleicht sagen wir ganz kurz was, wer hier auf der Bühne sitzt heute. Das ist, wir fangen natürlich mit der Name an. Das ist Yves aus Offenbach. Applaus bitte! Wir dürfen gerne applaudieren. Es war aus irgendeinem Grund unheimlich schwer, so gendermäßig das auszubalancieren. Mein Super-Tinnitus ist weg. Aber immerhin haben wir noch einen Sprücheklopfer engagiert. Joscha Sauer, bekannt vielleicht durch seine Comicserie Nicht Lustig. Oder hallo, guten Abend.
Um das Alterstabelle etwas auszugleichen, haben wir Tobi aufgegabelt. Tobi ist unser jüngster. Unser Kind vom Bahnhof Zoo. Bitte einen Riesenapplaus. Ich persönlich bin super froh, dass das, der Mann zu meiner Rechten da ist, weil ich kenne mich mit Batman überhaupt nicht aus und musste mich dazu eigentlich auch gar nicht lange überreden lassen, aber wir eben schon gemerkt haben, Heiko Hörnig zu meiner Rechten, Applaus. Hat Batman quasi in der Schule gelernt? Also du kennst dich richtig aus mit dem. Ich bin als Kind in einem Comicbuchladen aufgewachsen. Von daher, ich hatte keine andere Wahl. Ja, und zu meiner Linken, wie schon erwähnt, Christopher Tauber, Comiczeichner aus Frankfurt und Familie und Organisator der, der Comiclesung ohne Bilder. Genau, die seht ihr hier, die ohne Bilder. Zu meiner Linken dann, last but not least, Sven, auch aus Frankfurt, auch Comiczeichner, im Underground tätig. Sven, reicht das? Ist das korrekt? Ist das korrekt? Ich bewege mich im Underground. Sven im Underground. Ja, ich bewege mich im Underground. Mit Mikro auch. Riesenapplaus. Das ist natürlich schön, dann in so einem wölbigen Keller das lesen zu dürfen. Batman, Batcave, die Assoziation ist total da. Und dann würde ich mal sagen, wir fangen an mit Batmans allerersten Abenteuer. Genau. Eine kurze Erklärung noch vorweg. Ich habe es ja schon erwähnt, Comiclesen ohne Bilder. Das heißt, ihr werdet nichts projiziert sehen. Die einzige Projektionsfläche ist eure Fantasie. Das heißt, wir lesen die Texte so vor, wie sie hier geschrieben wurden, vor vielen, vielen Jahren teilweise. Und einer von uns wird dabei, vor 75 Jahren teilweise, und einer von uns wird dabei immer die Bilder eben so beschreiben, wie man es kann, wenn man diese teils kruden Zeichnungen noch entziffern kann. Also wenn es nötig ist, ne? Ja, wenn es nötig ist. Ja. Ihr könnt getrost die Augen schließen, ihr verpasst nicht viel. Ihr könnt einen der Masken aufziehen, ich sehe hier vorne wurde das schon getan. Ich bin jetzt nackt. Genau, und wir stellen uns euch alle nackt vor. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Abenteuer von Bat-Man. Unser Erzähler ist diesmal Joscha Sauer. Genau. So, los geht's. Bat-Man. Batman, eine geheimnisvolle und abenteuerliche Gestalt, die unermüdlich für Gerechtigkeit eintritt und für jeden Übeltäter seiner Strafe zuführt. Seine wahre Identität bleibt ein Geheimnis. Übrigens, der wurde gerade darauf hingewiesen, die erste Geschichte heißt Der Fall des Chemiesyndikats. und wir sind wahrscheinlich in so einer Art Gentleman's Club, weil wir sehen hier große Ordenssessel und Männer, die Pfeife rauchen und zu große Anzüge tragen. Im Haus von Commissioner Gordon, ich lese das auch zum ersten Mal, sonst wüsste ich, dass es das Haus von Commissioner Gordon ist, der in einem Gentleman's Club wohnt. Der gerade mit seinem prominenten jungen Freund, dem Playboy Bruce Wayne, plaudert. Nun, Commissioner, irgendetwas Aufregendes passiert dieser Tage. Nein, nur dieser Kerl, den Sie überall den Batman nennen, gibt mir Rätsel auf. Ring. Das Telefon. Das Telefon klingelt, ja. Ich geh mal. Hallo? Was? Lambert, der Chemiekönig? Erstochen? Fingerabdrücke auf dem Messer? Von seinem Sohn? Komm sofort. So muss man telefonieren. Man muss immer das wiederholen, was der Mann am anderen Ende der Leitung gesagt hat, als Frage. Haben Sie nicht gerade von aufregenden Dingen gesprochen? Der alte Lambert wurde in seiner Villa ermordet. Ich muss hin. Möchten Sie mitkommen? Na gut, warum nicht? Hab ohnehin nichts anderes vor. Der Commissioner und Bruce Wayne fahren also zum Anwesen der Lamberts. Da steht so ein Polizist mir gegenüber und ich sage, hallo, Sergeant, alles unter Kontrolle?
Ja, ja, Sir. Der junge Lambert ist im Hinterzimmer. Und überlassen nach gründlicher Untersuchung des Tatorts selbigen wieder der polizeilichen Ermittlungsroutine. Da liegt jemand so im Hintergrund rum. Genau, was halt so mal werden Fotos von gemacht mit einem Mann, der einen Blitz hält und sie sind wieder in so einer Art Gentleman's Club. Ich bin hier fertig. Bringen Sie mich zum jungen Lambert. Man muss dazu sagen, die Polizisten verbringen in den nächsten drei Panels ihre Zeit damit, vor Möbelstücken herumzustehen. Oder auch wie im nächsten hinter Möbelstücken, wo der junge Lambert, der eigentlich ziemlich alt aussieht, auf einem Sessel sitzt. Und ich sage zu ihm, die Beweise legen nahe, dass sie ihren Vater getötet haben. Also ich dachte, Nico. Ich war es nicht, glauben Sie mir. Komischer. Ich habe es nicht getan. Beruhigen Sie sich und erzählen Sie alles. Naja, Sir. Ich bin heute Abend früh heimgekommen und als ich an der Bibliothek vorbeikam, hörte ich ein Stöhnen. Ich stürzte rein. Da lag mein Vater auf dem Boden mit einem Messer im Rücken. Auf dem nächsten Bild sieht man, wie er reinkommt und da liegt sein Vater mit einem Messer im Rücken. Als ich ins Zimmer kam, hatte ich den Eindruck, da würde gerade der aus dem Fenster springen. Außerdem stand der Safe meines Vaters offen. Ich zog das Messer aus dem Rücken meines Vaters und drehte ihn um. Aber alles, was ich noch sagen hörte, war... Vertrag! Der Vertrag! Und dann starb er. Und meine Abdrücke auf das Messer klang. Das ist die Wahrheit, Kommissar. Hatte Ihr Vater Feinde? Oder hat sich jemand auffällig für seine Geschäfte interessiert? Nicht, dass ich wüsste. Höchstens seine drei früheren Geschäftspartner. Stephen Crane, Paul Rogers und Alfred Stryker. Ich blicke vor dem Möbelstück auf. Commissioner, am Telefon ist ein gewisser Stephen Crane, der den alten Lambert sprechen will. Ich habe ihm gesagt, dass er ermordet wurde. Und jetzt ist er sehr aufgebracht und will mit Ihnen reden. Commissioner Gordon hier, wie kann ich helfen? Bin ich das auch? Ich bin sowohl, verstehe, alles klar. Das ist der Anrufer. Ich bin auch Stephen Crane, jetzt bin ich ja. Stephen Crane. Lambert hat mich gestern angerufen, mir von einer anonymen Morddrohung gegen ihn erzählt. Und heute habe ich selbst eine erhalten. Deswegen mein Anruf. Ich habe Angst, dass ich der Nächste bin. Was soll ich tun? Legt einfach auf. Warten und lassen Sie niemanden rein. Wir kommen so schnell wir können. Ja, Bruce? Ich überlasse Ihnen mal Ihre Arbeit und fahre heim. Dabei klopft er seine Pfeife aus. Am Tatort. Undenkbar. Aber es ist ja 75 Jahre früher. Im nächsten Panel sehen wir den Anrufer, der in einem Ohrensessel sitzt, in so einer Art Gentleman's Club. Und gerade überfallen wird von einem Mann mit gestreiftem Anzug und so einer Blanchkappe, halt so ein 30er-Jahre-Ganove. Derweil sitzt Stephen Crane mit einem unguten Gefühl drohender Gefahr in seinem Lesezimmer, als plötzlich, und da kommt er rein und bedroht ihn. Ah, ein Schuss! Und Crane sackt in seinem Sessel tot zusammen. Der Mörder öffnet den Safe und schnappt sich ein Dokument. Jetzt sehen wir, dass der Täter oben aufs Dach steigt und seinen Komplizen da trifft. Hast du den Wisch? Ja. In ihrer Freude über den erfolgreichen Coup bemerken die Männer nicht, wie sich eine Gestalt drohend hinter ihnen aufbaut. Bat. Man. Und wir sehen, dass Batman mit Ohren an den Seiten vor ihnen steht. Und nichts sagt. Und nichts sagt. Batman! Batman holt zu einer krachenden Rechten aus. Krack! Und nimmt seinen zweiten Gegner in den Schwitzkasten und bringt dem stämmigen Schurken übrigens, Schwitzkasten, das sieht so aus, als würde er ihm den Hintern versohlen. Sowas wird heute Abend noch oft passieren, glaube ich. Wir haben viele Bilder, wo Batman Jungs hochhebt und sich ihren Hintern anguckt. Mit einem mächtigen Schwung das Fliegen beibringt. Gerade greift sich Batman die Papiere, die der Mörder aus Stephen Cranes Safe gestohlen hat, als Commissioner Gordon vorbeifährt. Batman! Schnappt ihn euch! Hier. Wir sehen einen Butler, der aus dem Haus kommt.
Mr. Crane wurde ermordet, Sir. Das ist entsetzlich. Das sind bereits zwei tote Ex-Partner von den Vieren, die Morddrohungen erhalten haben. Und die anderen beiden fahren wir zuerst zu Rogers. Im Wagen liest Batman, dass den Killern entrungene Dokument und lächelt grimmig. Er gibt Gas und braust mit unbekanntem Ziel davon. Rogers hat inzwischen aus den Nachrichten von Lamberts Tod erfahren. Unverzüglich eilt er zum nahen Labor seines einstigen Partners Alfred Stryker. Hallo Jennings, ich muss sofort zu Mr. Stryker. Kommen Sie rein. Und kaum nachdem er drin ist, haut der dicke Jennings ist das, ja, dem Herrn Rogers hinten ins Genick. Oder Sock. Strikers Assistent Jennings schleicht Rogers in den Keller des Labors. Hehe, noch einer aus dem Weg. Bald habe ich alles unter Kontrolle. Das hier ist die Gaskammer. Willst du die mal kurz beschreiben, diese unglaublich beeindruckende Gaskammer? Das ist so eine Art Gentleman's. Nein, das ist tatsächlich Bunsenbrenner. Das ist halt so ein Labor, das irgendwie sehr futuristisch sich anmutet, mit so einer riesengroßen Röhre in der Mitte. So eine Art Superstaubsauger, unter den er sein Opfer setzt. Ich fange mal mit der Erklärung an. Ja. Das hier ist die Gaskammer, in der ich bei Experimenten meine Versuchstiere töte. Nun sind Sie mein Versuchskaninchen. Sobald sich dieser Glaszylinder vollständig gesenkt hat, wird Gas eingeleitet. Und Sie sterben. Sie Teufel! Jennings setzt den Mechanismus in Gang. Der verhängnisvolle Zylinder senkt sich über Rogers. Gleich drehe ich die Gasleitung aus. Ruhen Sie zusammen. In diesem Moment springt Batman durch ein offenes Oberlicht. Greift sich eine Rohrzange von einem Tisch und stürzt sich in die Gaskammer. Die Gasglocke ist nun vollständig heruntergefahren, aber Batman verstopft die Gasleitung mit einem Taschentuch. Sie sehen ja, neben dem gefesselten Rogers steht jetzt Batman unter so einer Käseglocke. Bindet Rogers los und zerschlägt den Zylinder. Crash! Mit der Rohrzange, die er gerade von einem Tisch genommen hat. Jennings kommt zurück und ist überrascht. Batman? Er greift nach seiner Pistole. Was zum? Batman begrüßt Jennings mit einem Frontalangriff, ihn hochhebt und, so aus, und seinen Po in die Kamera streckt. Auch Alfred Stryker hat das Klirren der berstenden Glaskuppel gehört, als er in sein Labor eilt. Was geht hier vor? Dein Assistent versucht mich zu töten! Stryker hat Batman noch nicht bemerkt, der sich in den Schatten zurückgezogen hat. Er hat hier also noch nicht den Chaos gemacht. Tja, dann erledige ich das und entsorge deine Leiche in meinem Säuretank. Was wolltest du mal? Du? Aua, meine Hand! Ich glaube, wir brauchen eine Erklärung dafür. Was passiert da? Ich weiß nicht, was da passiert. Batman überrumpelt ihn von hinten. Hält er seinen Hintern in die Kamera? Er hält seinen Batman zu Hintern. Andersrum. Irgendwo ist auch ein Messer, aber wir wissen nicht genau wofür. Was sollte das? Warum wollt ihr mich töten? Weil diese Ratte hinter den Morden steckt. Sie, Lambert, Crane und Stryker waren Partner bei der Apex Chemical Corporation. Richtig? Ja. Also, Stryker wollte alleiniger Firmenboss werden, hatte aber nicht das nötige Geld. Also hat er mit ihnen, seinen Partnern, Geheimverträge abgeschlossen. Er wollte jeden jährlich den Raten zahlen, bis ihm die Firma ganz gehört. Aber nun dachte er sich, wenn er sie alle umbringt und die Verträge stiehlt, könnte er sich das Geld sparen. Cleverer Plan. Schließlich waren diese Verträge tatsächlich streng geheim. Nicht mal unseren Erben oder sonst jemand außerhalb unseres Führungszirkels wusste davon. Aber woher weißt du das alles? Ich habe einen Auftragsmörder. Diesen Vertrag abgenommen. Urplötzlich entreißt sich Stryker mit der Kraft eines verzweifelten Irren Batmans Griff. Ja, ich war's. Aber auf den elektrischen Stuhl gehe ich dafür nicht. Ich...
und Batman schlägt ihm ins Gesicht. Zock! Ja! Der Batman liegt in den Säuretank! Aber wenn nicht der Joker. Ein gerechtes Ende für einen wie ihn. Wirklich? Ja, ein gerechtes Ende. Ach so, weil ihr in dieser Chemiefirma arbeiten. Wie kann ich Ihnen je danken? Wer zu nur weg? Batman ist schon geflüchtet durch das Oberlicht. Tags darauf ist der junge Bruce Wayne einmal mehr beim Commissioner zu Gast. In seinem Gentleman's Club. Gordon erzählt ihm von Batmans jüngster Heldentat. Und dann kam Batman laut Rogers plötzlich durch das Oberlicht. Sehr hübsches Märchen, Commissioner. Nachdem Wayne gegangen ist, brauche ich erstmal eine Zigarre. Bruce Wayne ist wirklich ein netter junger Mann, aber sein Leben ist wohl arg langweilig. Ihm scheint alles gleichgültig zu sein. Bruce Wayne ist indes wieder zu Hause. Eine Tür öffnet sich und enthüllt Waynes Geheimnis. Tja, wenn der Commissioner seinen jungen Freund jetzt sehen könnte, er wäre erstaunt zu erfahren, dass Bruce Batman ist. Ende. So, also so viel zu der letztjährigen Lesung, muss man ja jetzt schon sagen. Und ihr wollt noch was erzählen? Ja, vor 2 Jahren war ja hier war in Offenbach auch eine Vorlesung. Da war ich mit einem Freund zusammen und das war auch ziemlich, ziemlich spannend. Die haben dort Horrorcomics vorgelesen. Mhm. Hauptsächlich Horrorcomics, von denen ich noch nie was gehört habe. Und auch eigentlich recht. Das Schöne war, es war sehr schön trashig und genauso wurde es auch aufgemacht. Also es war sollte nicht ernsthaft sein. Mhm. Waren auf jeden Fall coole Stimmen dabei und hat auch sehr viel Spaß gemacht, das sich anzuhören. Also ich hätte ja, als mein Kumpel meinte, komm Uni, wir gehen jetzt auf eine Comic-Lesung, war ich so, warum soll ich mir einen Comic vorlesen lassen? Das ist ja ziemlich bescheuert. Mhm. Aber als ich da war, habe ich dann schon verstanden, warum man das macht. Und das war ziemlich, ziemlich cool. Also auch auch mal hinter die ganze Verrücktheit von diesen Horror-Comics haben ja so einen... Also ich habe als Kind sehr, sehr viele Horror-Comics gelesen. Diese Gespenster, Geister, Spooky-Stories, die dann in den 70ern gezeichnet wurden mit das Monster im See oder das Schlammmonster oder irgendwas. Mhm. Und genau solche Sachen wurden da auch vorgelesen. Mhm. Oder einfach dastehst und feststellst, wie bescheuert da einfach sehr viele dieser Plotlines dann einfach sind, die nur darauf hinauslaufen, dass dem Mädchen dann das Röckchen weggerissen wird. Yay! Naja, war auf jeden Fall ziemlich cool. Habe ich nicht bereut und würde ich immer jedem weiterempfehlen. Also wenn es mal wieder solche Lesungen gibt und ihr das mitkriegt, einfach mal hingehen. Wirklich cool. Aber wo du es gerade ansprichst, ich finde es wirklich interessant, wie man das vielleicht früher so wahrgenommen hat, wenn man sowas gelesen hat selber. Also ich habe zum Beispiel auch Gespenstergeschichten, war so ein klassischer Comic drüber gelesen. Und wenn ich heute sowas wahrnehme, ich habe zum Beispiel auch viel John Sinclair gelesen, Romanehefte, kennt ihr vielleicht, gab es am Kiosk mit Horrorelementen. Geile Cover, wirklich richtig super schön gemalt, muss man da schon sagen, nicht gezeichnet, sondern gemalt. Und zur Feier des Jahres habe ich jetzt ja festgestellt, dass auf YouTube alle John Sinclair Kassetten auch irgendwie drauf sind. Okay. Als Kind habe ich die natürlich gehört und da war ihm schon so ein bisschen unheimlich halt, wenn man das gehört hat. So, das böse Monster frisst jetzt alle auf oder es wird jemand geköpft oder irgendwas. Und wenn du es jetzt anhörst, denkst du manchmal so, oh Gott, nein. John Sinclair die ganze Zeit wirklich macho Deluxe. Also du könntest mit der Figur heute gar nicht mehr so ankommen, wenn du das irgendwie einem breiteren Publikum zur Verfügung stellen willst. Und die Monster verhalten sich auch meistens ziemlich ähnlich. Ja. Also es ist schon krass, wie sich die Wahrnehmung dann doch so verändert. Wie gesagt, also als ich die als Kind gehört habe, war das auch immer, wenn ich die im Kiosk oder bei uns gab es das ja damals im Rewe, warum auch immer, wir haben dann später festgestellt, dass der Rewe-Inhaber Comic-Fan war. Okay. Ohne den hätte ich niemals Wolverine gelesen oder
Catwoman oder Vampirella, weil der das einfach, der hat das einfach bestellt, auch wenn es keiner gekauft hat. Das stand da immer, das stand da auch jahrelang, bis wir es dann irgendwann gekauft haben. Und er hatte natürlich auch diese Geistergeschichten und die habe ich mir echt immer super gerne geholt, weil das waren immer so schöne, kurze, abgeschlossene Sachen. Es war halt nicht so kompliziert, also jetzt, da war ich vielleicht 9 oder so und da war halt, wenn du da zum Beispiel Spider-Man liest, ist das halt was Kompliziertes, weil Spider-Man lief dann über mehrere Episoden. Du musstest dir Band Heft 1 kaufen, Heft 2, Heft 3. Wenn du da nicht sicher warst, dass dich deine Mama einmal im Monat zum Rewe fährt, verpasst du vielleicht Heft 3. Deswegen waren diese Geistergeschichten, diese Anthologien, also einfach verschiedene Geschichten, die auf jeden Fall abgeschlossen sind in einem Heft, eigentlich was ganz Spannendes. Weil dann hast du eine Geschichte gehabt, die war vorbei und die war schön spannend. Die hatte dann genau, die war nicht... Was auch wunderlich dran war, viele Comics, die so im Rewe standen, das waren ja Importe halt. Ne? Ob es jetzt Disney ist oder Marvel und Gespenstergeschichten, ist glaube ich schon ein deutsches Ding gewesen, halt, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, das weiß ich nicht mehr. Ziemlich viele, die auch gelesen wurden auf dieser Vorlesung, waren deutsche Sachen. Also das waren nicht so viele Übersetzungen dabei, soweit ich mich erinnere. Also wenn ich jetzt aber Unsinn erzähle, das liegt einfach daran, dass es schon 2 Jahre her ist. Ja. Ja, wir waren ja seinerzeit, glaube ich, bei, war das die erste Lesung, die sie gemacht haben? Gefühlt war es die erste, ja, aber wenn es 8 Jahre sind mittlerweile, das war jetzt das achte Jahr. Ja, dann waren wir im Museum für Kommunikationstechnik gewesen in Frankfurt. Und da haben sie vorgetragen aus den alten Cobra-Heften. Das ist im Cobra war im Prinzip so ähnlich wie Zack. Auch so Zusammenstellungen von mehreren Serien in einem Heft, immer so episodenweise, und das war auch ziemlich lustig. Das Einzige, was ich damals nicht so prickelnd fand, war die Zwischenband, die da immer aufgetreten ist. Ja, ich habe gedacht, geh doch nach Hause und lass die lieber noch ein bisschen lesen, aber gab es diesmal auch Musik, oder? Nee, also völlig ohne Musik. Okay. Also wir haben durchgelesen und haben dann mal eine kurze Pause gemacht und dann haben sie weiter gelesen. Ich glaube, bei uns gab es Musik. Das kann gut sein. Aber es war gut. Also ich kann mich nur sehr positiv an diese Lesung erinnern. Es war nichts, wo ich dachte, oh Gott. Sogar die Location war richtig cool, weil du konntest dir einfach, die hatten einfach ein paar Bänke, dann jede Menge Sitzkissen und ganz vorne waren eben Matten. Das heißt, du konntest dich hinsetzen, auf ein Sitzkissen setzen oder auf eine Bank setzen oder auf Stühle setzen. Habe ich ein paar Bilder gesehen, ja. Das war wirklich, wirklich nice gemacht. Also die Location war richtig cool. Aber diesmal war es im Zirkus in Frankfurt. Das ist so eine, ich würde mal sagen, eine Bar. Ja. Ist so ein bisschen aufgemacht wie so ein, naja, wie der Name schon sagt, halt wie so ein Zirkuszelt oben im oberen Preis. Und dann geht es aber nochmal runter. Und dort dann praktisch in den Katakomben war dann die Lesung. Also praktisch in der Betthöhle war dann die Bettlesung. Ja, ja, war ganz gut gemacht. Also hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Gerne mehr. Und mehr Werbung vorher, Leute. Oh ja, ich habe davon, ohne dich hätte ich davon gar nichts mitbekommen. Ja. Und da es zu spät war, konnte ich dann auch leider nicht hin. Ja. Das. Aber da stellt sich jetzt wieder die Frage, wenn du sowas machst, was ein sehr, sehr krasses Nischending ist. Ja. Wie bewirbst du das? Musst du da über Facebook gehen? Gehst du über Twitter? Ich habe es über Facebook mitbekommen. Und dann wurde es nochmal ins Gedächtnis gerufen durch den T3-Blog, weil der Ecki auch nochmal Werbung gemacht hat dafür. Genau, dadurch hätte ich sehen können. Ja. Oder einfach ein Plakat ins Fenster vom T3. Das hätte zum Beispiel, ja. Also genug Kundschaft ist da, die sich das eventuell angucken würde. Also von daher. Wie viele waren da? Naja, es hätten ruhig noch ein bisschen mehr sein können. Also der kleine Raum war jetzt noch nicht ganz gefüllt. Es waren vielleicht so 20, 25, viel mehr waren es jetzt nicht. Das letzte Mal waren es wesentlich mehr. Ich weiß es jetzt nicht, weil der Raum so, so schön ausladend geschnitten war, aber es standen einige. Ja. Also es war richtig, also ich würde jetzt sagen, letztes Mal war richtig proppenvoll die Hütte. Ein anderes Ding, was wir natürlich verpasst haben, auch wegen mangelnder Werbung. Also da dachte ich echt, mir fällt ein Ei aus der Hose, als ich das gelesen habe. Da lohnt sich der Explizit-Tag wieder. Ja, und zwar, also ich kann das metaphorisch nicht anders darstellen. Weil, wann war das? Dezember oder und, November noch? Ihr wisst ja, ich höre sehr gern die Sticky Biscuits. Hat es dir im letzten Podcast schön drüber erzählt. Genau, und
lese natürlich auch, was sie auf Twitter schreiben. Und dann lese ich plötzlich, ah ja, heute Abend übrigens, wir treten in Bad Homburg auf. Und zwar in was weiß ich, in anderthalb Stunden oder so. So ungefähr war das Zeitfenster. Mhm. Und komm doch noch vorbei, wenn er Bock hat. Ja. Da sage ich, schreib das doch irgendwie, pose uns tausendmal mehr in die Welt raus, dann wären wir da gewesen. Über alle Accounts, ja. Wir hätten es zeitlich wahrscheinlich nicht mehr so geschafft, den Tag dahin zu kommen. Ja. Aber wir waren kurz davor zu sagen, jetzt brechen wir noch schnell auf oder so. Aber wenn wir das vorher gewusst hätten, wären wir auf jeden Fall da gewesen. Ein bisschen besser geplant einfach noch. Ja. Also, und wenn er es dreimal auf Twitter postet oder wo auch immer. Ja, dafür ist es da, ja. Also das fand ich auch ein bisschen schade, weil du halt gerade so davon geschwärmt hast. Ja. Das hätte super gepasst, aber... Einmal in der Nähe, ne? Naja, also das nächste Mal. Oder wir müssen die halt wirklich einfach mal buchen. Engagieren, ja. Die können ruhig hier in meinem Zimmer spielen. Da ist Strom, wenn wir was brauchen. Wir haben auch ein bisschen Licht. Also Sticky Biscuits, das ist die offizielle Einladung, nach Offenbach zu kommen und bei einem unserer Aufnahmetermine mal live zu spielen. Ist auch besser vielleicht als über Skype oder so, sondern von der Soundqualität. Ja, das soll man schon perfekt haben. Also von daher. Ich mache auch Kaffee und Tee. Ihr kennt ja hier Leute, also von daher. ihr seid herzlich eingeladen. Ja, so. Und es gibt Cookies. Und es gibt Cookies, genau. Wie immer. Und Biscuits dann. Hm. Ja. Das ist wahr. Wollen wir eigentlich mal über Comics reden? Oder? Oh ja, das wäre eigentlich ganz wichtig. Also ich sehe, die Uni hat einen ordentlichen Haufen. Nee, das stelle ich nicht vor. Achso, das stelle ich. Ich revidiere, die Uni hat keinen ordentlichen Haufen. Tut mir leid. Dann der Breedstorm hat natürlich einen ordentlichen Haufen und noch irgendwas Digitales. Der hat schon verschwunden, wo ist denn das digitale Ding hin? Okay. Und ich habe meine zwei Weihnachtscomics. Eigentlich drei, aber das dritte hätte... Ich habe das letzte Mal schon Weihnachtscomics vorgestellt. Naja, die ich jetzt zu Weihnachten gelesen habe. Aber eigentlich noch ein drittes, aber das hatte ich eigentlich für unsere eigentlich geplante Cartoon-Episode jetzt vorgehabt. Die müssen wir noch nachholen. Ich bin nämlich total auf Cartoon-Episode eingestellt. Genau. Und das machen wir auf jeden Fall noch, aber... Da der Breedstorm so wenig Cartoons kennt, wie wir das letzte Mal gemerkt haben, lohnt sich dass ich das nochmal kurz vorher. Ich kenne auch Cartoons, die sind bloß aus anderen Jahrzehnten als euch. Ich kann nochmal kurz, ich habe gestern zum Beispiel einen sehr schönen Comic gelesen auf dem Comic-Stammtisch. Einfach, um euch den Comic-Stammtisch ein bisschen näher zu bringen. Mhm. Man bringt einfach Comics mit. Es ist eine Mischung aus Comic-Zeichnern, Comic-Lesern und wirklich exzessiven Comic-Sammlern. Mhm. Und man bringt einfach seine neuesten Sachen, die man gekauft hat, mit, zeigt sie eben rum. Wer möchte es lesen? Wer möchte mal reinblättern? Was ist interessant? Und gestern zum Beispiel bin ich über den Comic gestolpert, Little Nemo. Mhm. Der hieß irgendwie weiter. Wie ging es damit weiter? Slumberland. Danke. Hm? Genau. Und ich muss sagen, sehr, sehr, sehr spannend gezeichnet. Und auch die Aufteilung der Panels war fantastisch. Hm. Nehme ich dir jetzt was vorweg? Die neue oder die alte Version? Die neue Version. Ja, also der alte Comic wurde darin neu aufgegriffen. Ich habe mir da natürlich auch ein bisschen was darüber erzählen lassen. So läuft das nun mal. Also wer bei dem Comic-Stammtisch vorbeikommen will, ist natürlich herzlich eingeladen. Hm. Immer jeden ersten Dienstag im Monat in Frankfurt im Metropol. Man kann ohne Ankündigung oder ohne sich anzumelden einfach mal vorbeischneien, wenn man jetzt nicht mit 20 Mann vorbeikommt. Genau. Also Einzelpersonen auf jeden Fall immer mal kurzfristig vorbeikommen, aber noch bequemer geht es eigentlich fast nicht. Ihr könnt euch direkt über unseren Blog, den wir hier auch immer verlinken, anmelden, das tun auch einige und da gibt es ein Kontaktformular, das füllt ihr einfach aus. Genau, das ist das. Und dann nehme ich euch mit in den Stammtischverteiler auf und ihr kriegt halt eine Woche vor dem Stammtisch immer noch mal eine Erinnerung, dass der stattfindet. Ja. Genau. So, nochmal zu Little Nemo. Das ist bei IDW, oder? IDW kommt es raus. Und was halt fantastisch ist, sind die Panel-Aufteilungen. Also ich habe noch nie so intelligent gemachte... wie es einfach erzählt wird in den Panels. Man hat es gibt so eine Stelle, da setzt dann kurz die Gravitation aus, also besser gesagt, die Leute fallen dann. Hm. Und man liest es und das Auge fällt sozusagen mit. Auch ganz spannend, sie laufen durch eine Stelle,
durch, also er sagt, pass acht, da sind Vögel. Er dreht sich um, dann sind es tatsächlich Vögel, aber du siehst schon, dass die Vögel zu Fischen werden, also in dem Panel. Sie laufen durch die Fische durch, werden nass und am Ende verwandeln sich die Fische in Insekten. Und das ist so toll gezeichnet, weil einfach in dem Vogel sozusagen schon der Fisch drin steckt. Also wenn man das erste Mal sieht, ist da schon der Fisch drin versteckt. Mhm. Man guckt wieder drauf, dann ist der Fisch schon das Insekt und das Insekt ist dann sozusagen die Schwanzspitze vom Fisch. Also super schön gezeichnet, sehr durchdacht gezeichnet. Mhm. Also wirklich, wirklich schön gemacht. Auch genau, also kann ich empfehlen. Mhm. Hat Spaß gemacht zu lesen, werde ich mir wahrscheinlich auch kaufen. Ja, du hast es ja angesprochen, das ist eine IDW-Serie, die beruht allerdings auf Zeitungsstrips, die so, ich glaube, von 1909 bis 1915, so in dem Dreh, nagelt mich nicht drauf fest, rausgekommen sind. 1905 bis 1927 lese ich gerade. Und die Serie hat sehr, sehr viel übernommen von den alten Zeitungsstrips, die es ja auch schon gesammelt gibt. Und bringt das jetzt in einen neuen Kontext so ein bisschen. Aber die Grundsettings, diese Traumelemente und die Figuren, die da drin sind, die sind damals alle schon erfunden worden. Und wenn man sich das anguckt, da gibt es relativ viel Bilder oder sowas davon im Netz. Das ist bahnbrechend, was der wirklich 1905 schon für unglaubliche Traumwelten erschaffen hat, die halt immer noch modern wirken. Mhm. Ich habe in den letzten Jahren immer mal geguckt, was so die Sammelbände davon kosten und ja, das lohnt sich das jetzt wirklich für mich oder nicht. Und aktuell ist es so, dass erst in den USA und jetzt auch bei uns eine Gesamtausgabe mit den ganzen Jahren rauskam. Und das gute Stück, also auch die deutsche Ausgabe, beides, kostet 150 Euro. Lohnt sich wahrscheinlich. Lohnt sich wahrscheinlich, aber im Vergleich zu dem, was teilweise die Jahrgangsausgaben gekostet haben, ist es schon fast wieder günstig. Ja? Also oha. Das ist, wie gesagt, ist dann natürlich auch wie in Deutschland üblich schön gebunden oder sowas. Und ja, also da, aber es ist natürlich ein dreistelliger Betrag für, wenn das natürlich auch ein riesiger Backstein sein wird, was da ankommt, ist natürlich da ja, tut schon so ein bisschen weh. Tut schon ein bisschen weh, wobei das wahrscheinlich schon eine sehr gute Möglichkeit ist, sich da in das Werk reinzuschaffen halt, ne? Von Alexander Braun. Das ist Vincent McKay. Mhm. Ja. Und ja. Es gab ja wohl auch einen Film dazu, aber den kann ich jetzt. Sagt mir jetzt überhaupt nicht. Im Film weiß ich auch nicht, ob das so wirkt. Mhm. Die alte Panel-Aufteilung von dem Zeitungstrick war halt immer, er wandelt auf sehr, sehr unterschiedliche Arten ins Traumland. Einmal, was weiß ich, bröckelt um ihn das Bett weg und er ist auf hoher See und segelt dann dahin oder er fliegt durch die Luft oder was auch immer. Am Schluss ist es immer, er wacht dann in der Pose auf und ist dann plötzlich wieder wach. Er ist von irgendwas weggelaufen und in dieser Bewegung wacht er plötzlich wieder auf und ist in seinem Bett. Und in der IDW-Serie geht es halt zumindest schon mal über das ganze Heft. Ja? Mhm. Wobei sie auch sehr, sehr viel auch von dem Charakterdesign übernommen haben, was ich so auf den ersten Blick in dieser ersten Ausgabe, die gab es nämlich von Comixology irgendwann mal für lau vor Weihnachten. Okay. Da hauen die immer ganz gern mal irgendwas raus. Und da habe ich da reingelesen. Ja. Aber das steht noch auf der Liste für möglicherweise irgendwann vielleicht mal gebraucht kaufen. Oh mein Gott. Ja. Ja, ist noch was, der Herr Bildsturm? Ohne die Küche meiner Frau wäre ich nicht so alt geworden. Von Winston Churchill. Tut mir leid. Ich habe so seltsame Servietten. Die habe ich zur Hochzeit geschenkt bekommen. Also ja. Einige Sprüche sind ja echt cool, aber der Küchenspruch, den. So, und deswegen, weil wir gerade bei Klassikern waren, kommen wir noch zu einem Klassiker. Das wäre dann Moby Dick. Und zwar erschien im Splitter Verlag in der Buchschiene. In einer Interpretation von Namen. Jouvray und Allary. Genau. Allary kennt der geneigte Splitterleser eigentlich schon durch seine Alben Sinbad und Belladonna. Mary. Und ja, also ich hatte es gerade im Vorgespräch mal gesagt, also ich habe bisher noch nie das Vergnügen, Moby Dick zu lesen oder auch einen Film davon zu sehen. Und also es war jetzt dann wirklich einfach mal ein glücklicher Umstand, dass das Ganze mal als Comic erschienen ist.
und dann auch noch mit Allery, den ich sowieso sehr gerne mag als Zeichner, war das für mich der optimale Band, um mich mal dem Thema zu nähern. Und ja, die Geschichte ist halt eine klassische und es bietet gute Unterhaltung, aber zur Geschichte brauche ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen, die dürfte dann eigentlich hinlänglich bekannt sein. Deswegen möchte ich ein bisschen mehr auf die Zeichnungen von Allery eingehen. Ich muss ein bisschen sagen, dass sein Stil mir hier nicht ganz so gut gefällt wie in den bisherigen Splitter-Alben. Natürlich hat er einen sehr dynamischen Strich, der passt auch ganz gut in den Bereich von den Walfang-Szenen. Aber naja, gut, bei den ruhigeren Szenen und nachdenklicheren Szenen ist es ein bisschen, naja, verwirrend, würde ich fast sagen. Unruhig. Sehr gut. Und ja, auch irgendwie habe ich bei den anderen Bänden, ist jetzt habe ich keine, habe ich die nicht mit, hat mir irgendwie der Strich war mir irgendwie etwas klarer, etwas ruhiger. Und das ist halt hier ein bisschen unruhig. Das kann auch im Farbsetting ein bisschen mitliegen, mit dem er gespielt hat. Und die Uni möchte was sagen. Ich kann jetzt ein bisschen, also erstens, die Sachen sind ausschließlich Bleistift-Vorzeichnungen, die dann mit einer sehr, sehr, sehr reduzierten Farbpalette, und zwar geht die zwischen einem dunklen Grün und einem hellen Orange hin und her. Mhm. Und immer dann, wenn es eben in dieses Orange driftet, wirken die Zeichnungen, naja, wie du gerade meintest, unruhig, ein bisschen aggressiv. Mhm. Und eben, ja, man merkt es einfach richtig, dass da vielleicht ein bisschen mehr Farbe hätte ins Spiel kommen müssen. Denn das Grün, was dann ab und an dann ein bisschen ins Blau, weil es ist ja immerhin ein See-Setting, das heißt, da wäre immer mal wieder das Meer im Bild. Das ist das wirklich, wirklich sehr reduziert. Und eben die große Schwarzflächen sind nicht schwarz, sondern eben schraffiert. Dadurch ist alles ein bisschen unruhig. Also das ist zwar sehr dynamisch, wie du schon meintest, aber eben das Auge kann nicht ausruhen. Wenn es zum Beispiel wirkt, er geht hier an dieser einen Stelle in den Lagerraum runter und es wirkt wie eine Action-Szene, weil einfach so viele Schraffuren da sind. Das ganze Holz in dem Schiff ist natürlich schraffiert, hat die Holzstruktur drin und man ist es einfach so gewöhnt, wenn viele Striche in eine Richtung gehen, ist es ein Speed. Hat das was mit Geschwindigkeit zu tun? Das sind Speedlines und man guckt hin und natürlich ist es eine sehr, sehr ruhige Szene, die aber durch die Speedlines so ein bisschen ungemütlich wirkt. Mhm. Das war wirklich wunderschön gezeichnet, aber vielleicht an der Stelle nicht perfekt gewählt. So würde ich es auch sagen. Ich bin eigentlich auch ein riesen Fan von dieser Art und Weise, aber in dem Fall ist es einfach an einigen Stellen unangebracht, also zu viel. Ja. Und die Farben lassen einen eben auch nicht ausruhen. Denn das sind Signalfarben. Also das Gelb, was da an dieser Stelle gewählt wurde, ist halt nichts, wo das Auge ausruhen kann. Jetzt schlägst du um, da sind dann eben blaue Farben. Die hätten an der Stelle dann dem Auge ein bisschen Ruhe. Gerade wie auf der einen Seite hier, da hast du halt einerseits überhaupt keinen Text. Aber es passiert jetzt auch nicht wirklich was Rasantes und Actionmäßiges. Da wirkt es dann halt ein bisschen too much. Ja. Wenn du jetzt, ich glaube, eine Seite ist nicht aussagekräftig, wenn du jetzt ein bisschen weiter blätterst, merkst du einfach, dass du nie wirklich Ruhe hast. Mhm. Und das ist das Problem. Also wenn das, das ist einfach diese anhaltende. Mhm. Also nochmal, bei den Walfang-Szenen zum Beispiel finde ich es halt super, ja. Da passt das auch hin. Aber im ganzen Buch ist es halt ein bisschen zu viel. Schade, vielleicht denke ich das nächste Mal dran, mal einen von den anderen Bänden mitzubringen. Die Gesichter ob ich es einfach nur anders in Erinnerungen habe oder ob es da wirklich etwas beruhigter ist. Ja. Eventuell sind die anderen Sachen getuscht. Ja. Ich weiß, ich habe die anderen ja nicht gesehen, aber zum Beispiel die Gesichter und die Gesichtsausdrücke sind fantastisch. Ja, das ja. Das kann er auch sehr gut. Ja. Deswegen mag ich ihn eigentlich es auch so. Es wirkt jetzt so von der Produktionsweise, das kann ich jetzt sagen, dass das eine recht fixe Produktionsweise ist. Okay. Das geht halt schnell. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, also natürlich möchte ich jetzt niemanden unterstellen, aber das sind halt einfach kolorierte Bleistiftskizzen, also ausgearbeitete Skizzen. Mhm. Es ist aber halt, es fehlt sozusagen der Inking-Schritt. Und das macht eben Comics, das ist auch im amerikanischen Markt momentan
werden immer häufiger die Inks geskippt, also werden einfach gar nicht gemacht, sondern es geht direkt zum Kolorieren. Mhm. Und das Problem an der Sache ist einfach, dass die Farbpalette so reduziert ist. Normalerweise ist es so, wenn man die Inks rauslässt, macht man sehr aufwendige Kolorationen. Mhm. Da ist so ein, ja, da fehlen einfach, entweder hätte es aufwendiger koloriert sein müssen, damit eben diese Schwarzflächen, also diese nicht vorhandenen Schwarzflächen nicht so stören. Also es ist immer noch fantastisch gezeichnet. Ja, also, ja, kann man gar nicht, definitiv. Also ich sag halt nur im Vergleich zu den anderen oder zu der Erinnerung, die ich halt an die anderen habe, wirkt es halt etwas zu viel. Was hattest du jetzt für einen Eindruck beim Durchblättern? Also es war, schon bevor du es gesagt hast, habe ich mir gedacht, na, sonst kennt man ihn ja gerade bei Simbad oder sowas, da hat er ja wirklich sämtliche Farben drauf, in diesen orientalischen Umgebungen. Sehr knallig. Ja. Sehr, sehr knallig. Und also ich habe es durchgeblättert beim ersten Mal und habe mir gedacht, also ich müsste es jetzt nicht unbedingt haben. Für mich ist Moby Dick der Film aus den 50er, 60er Jahren. Hat mich damals als Kind sehr, sehr stark geprägt, sage ich mal. Die Geschichte weiß ich auch noch sehr, sehr genau, was ich nicht von jedem Abenteuerfilm zu dieser Zeit sagen kann. Und das sind einfach die Bilder, die ich mit Moby Dick in Verbindung bringe. Okay. Wie auf dem Sarg liegt Quiekweck oder Wal, da bläst er. Ne? Und wie er nachher auf Moby Dick draufhängt, ist angebunden, wird mit runtergezogen. Und dieser ganze Wahnsinn, der hat sich in dem Film sehr, sehr gut wiedergespiegelt. Deswegen wäre es für mich nur interessant gewesen, wenn mir das jetzt geschichtlich irgendwas Neues gebracht hätte. Aber das wird das da nicht bringen. Habe ich schon beim Durchblättern gesehen. Da bleibt er schon sehr bei der Vorlage. Und optisch zieht es mich auch nicht so sehr an, dass ich das jetzt unbedingt nochmal lesen würde. Okay. Also Allerie hin, Allerie her. Das wäre, weil ich es schon kenne, nicht meins. Wenn ich die Geschichte nicht kennen würde, was damit verbunden ist, dann ist es vielleicht was anderes. Ja. Ne? Ja, gut, für dich als Erstleser. Also, für mich war es halt auch der Grund. Ja. Und Allerie selbst halt. Ja. Und von daher, ja. Es kann einem heute, die Botschaft kann einem heute ja auch noch was bringen. Halt. Ja, also zeitlos ist es allemal. Ja. Dieser fast religiöse Wahn, mit der Captain Ahab versucht, diesen weißen Wal zu erlegen, das genau. Ne, das ist eine Botschaft, die mir heute immer noch sehr, sehr gut bringen kann. Ne? Also, wie gesagt, kein schlechter Band, aber für mich speziell ist es jetzt nichts. Ja. Möchtest du weitermachen? Ja, klar. Schön. Ich habe heute mal was mitgebracht von Carlsen Comics. Und zwar ist das Band aus 2013 namens Was kostet ein Jack von Philipp Kassiere. Mhm. Kassiere allerdings nicht wie die Kassiere, unglaublich gute Band. Kunst. Kunst, ja. Sondern mit C geschrieben und ohne IE geschrieben. Und das ist quasi seine eigene Geschichte. Und zwar hat sich der Philipp nach seinem Grafikstudium aufgemacht in den fernen Osten und ist mit seinen Freunden durch Nepal, Indien und Bangladesch gereist. Und das Ganze hat er dann bebildert. Ich weiß nicht, ob es vielleicht seine, ob das eine Arbeit dann auch für die Uni war oder was auch immer. Oder ne? In diesem Zusammenhang hat er das auf jeden Fall herausgebracht, hat viele Aufzeichnungen gemacht. Und dann diesen Roadtrip nach Fernost, möchte ich es jetzt einfach mal nennen, bebildert, wie die Jungs halt sagen, oh, was könnten wir mal machen? Und jetzt begeben wir uns in die Ferne und gucken uns das Ganze mal da so an. Du hast immer mal gerne so Reisecomics. Ja, find ich spannend. Ich reise halt auch unglaublich gern. Und das ist wirklich hier so ein Ding, auch so eine Landschaft, die mich sehr, sehr anziehen würde. Also gerade so Nepal und sowas. Und die gehen da auch nicht hier, sag ich mal, mit dem Reisebus durch und sind ständig geführt, sondern ja. Die Frage, was kostet ein Jack, kann ich vielleicht mal vorwegnehmen. Das ist hier kein. Wie viel kostet es denn? Dieser Band? Nein, das Jack. Ach so. Das Jack, das zu viel für sie. Weil ein Jack kostet so und so viel. Und man beschließt aber aus Kosten der Reisekasse dann, sich vielleicht doch mal für einen Esel zu entscheiden oder so. Oh, der dann die Klamotten trägt und sowas. Ne? Und das sind halt so die Sachen, die halt zwischendurch kalkulieren. Die haben halt. Sind halt mit Reiseführern, die mehr als seltsam drauf sind, teilweise unterwegs, werden teilweise übers Ohr gehauen, dann kommen Leute, wollen ihnen Drogen verkaufen, also ein richtiger Roadtrip, aber halt mit hoher Wahrscheinlichkeit der Großteil davon auch selber erlebt, berichten auch nicht nur schöne Sachen,
sondern zwischendurch musste einer dem anderen auch mal aus Krankheitsgründen einen Einlauf verpassen, weil er verschiedene Sachen mit den Speisen nicht so verträgt und so weiter. Und ja, sie lassen sich dann auch auf diesem Trip dann Bärte wachsen, ja, weil es so lang auch geht. Und also sehr, sehr schön. Das hier ist jetzt das krasse Gegenteil zu dem Allerie mit der reduzierten Koloration eben, sondern das ist sehr, sehr bunt gehalten. Und ja, beschreibt halt diesen ganzen wahnsinnigen Trip durch diese Länder und die Erlebnisse, die sie da haben, aber mit allen Vor- und Nachteilen. Und das ist genau die Art von Comic, die mir Spaß macht. Das Einzige, was ich jetzt hier wirklich kritisieren kann an der Geschichte, ist, dass es mir zu kurz ist. Okay. Also da ist immer eine gute Kritik. Ja, zu kurz, mach mehr. Es sind Episoden dargestellt, also man könnte die theoretisch auch einzeln dann sich angucken. Und manchmal kommt man da so ein bisschen aus dem Fluss, wenn halt irgendwas geschildert wird und dann so 10 Tage weiter oder so. Also ich hätte manche Sachen gern noch intensiver gehört und ich sag einfach mal, das ist vielleicht auch aus Zeitgründen oder was auch immer passiert, es könnte wirklich viel, viel länger sein. Also so durchaus so ein Comic-Strip-Charakter oder was? Ja. So ein bisschen. Und ja, hat mich so ein bisschen erinnert an der Salzige Fluss, ist das, glaube ich. Ja. Das war ja auch so diese Reisegeschichte, aber hier halt viel, viel bunter, viel, viel lebhafter, auch Geschichten aus den Städten, die in Asien ja sehr quirlig sind, gemacht. Und also hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich hatte die ganze Zeit schon auf der Liste, dass ich mir das mal reinziehen wollte und jetzt hat es endlich mal gepasst, dass ich mir geholt habe. Das Format ist ein bisschen ungewöhnlich, das ist wahrscheinlich DIN A4, aber halt Querformat. Ein bisschen länger als A4, oder? Ja. Kann man wieder schlecht ins Regal stellen. Ja, aber man stellt es einfach zu den anderen schlechten Formaten. Ja, wie zum Beispiel diesen Titulo. Ja. Ja. Ja, Querformate sind ja in den letzten Jahren immer mal wieder welche erschienen. Ja. Und es sprengt dann schon ein bisschen das Regal, wenn dann auf einmal irgendwo was rausguckt, merke ich immer wieder. Ja. Aber gut. So. Wobei mir das Querformat lieber ist als so ein ganz riesiges Format halt, wie zum Beispiel die Sunday Destroy. Papers. Ja, das Sunday Papers. DC macht das ja sehr gerne. Ja. Auch diese Superman- und Shazam-Geschichten, die sie gemacht haben. Die Überformatigen, ja. Und da habe ich echt Probleme, die irgendwo hinzustellen. Auch, ja, die stehen bei mir auch im Schrank. Lost Girls von Alan Moore von CrossCult. Das ist auch so ein riesiger Schinken und auch sehr, sehr breit. Oder der Calvin und Hobbs. Die Gesamtausgabe, das ist auch ein riesiger Klotz. Also, steht auch auf dem Schrank. Das sind so die typischen Formate, die dann bei mir auf dem Schrank gestellt werden. Was aber wiederum schade ist, weil es eigentlich richtig geil aussieht und trotzdem musst du dann Platz finden, fernab, dass du es wirklich gut sehen kannst. Ja, ne? Ja. Hat denn die Uni auch was zum Vorstellen? Oder möchte ich erst noch was ergänzen? Ich kann noch was zu dem Comic erzählen. Ja, das wäre perfekt. Spannend ist eben, dass komplett auf Panellinien verzichtet wird. Das heißt, die Panels entstehen dadurch, dass sie eben in irgendeinen Kontrast gesetzt werden. Zum Beispiel sind hier Panels so angeordnet, dass sie in den Himmel, also in dem Himmel des nächsten Bildes enden. Dadurch entsteht natürlich ein Panel Außenrand, aber eben dieser typische schwarze Comickasten ist nicht da. Ich habe mir jetzt, es gibt auch welche, die sind dann komplett zusammengematscht, also da hat man dann einfach ein großes Bild, das sind aber verschiedene Panels, ist aber nicht chaotisch, also ist sogar richtig gut gemacht. Irgendwo ist dann doch noch eine Panellinie da. Es gibt auch einige sehr, sehr großformatige Bilder. Ich denke, deswegen wurde dann auch das Format gewählt, weil sowas kriegt man, also so ein Riesenbild kriegt man ansonsten eben nicht unter. So eine schöne Stadtszene. Ja. Was ich halt, ich mag ja das Thema unheimlich gerne, das mit Nepal. Ich hatte als Kind immer so einen, wir hatten immer eine Ausleihbibliothek und da gab es ein Kinderbuch, das hieß irgendwie auch Unterwegs in Nepal oder so, also ganz einfallslos, aber die Zeichnungen da drin waren so fantastisch, wenn ich das irgendwann nochmal, ich hatte das nur noch, also wenn man auf diese Ausleihkarte geschaut hat, da stand nur noch mein Name drauf, so für ein komplettes Jahr, hätte meiner Mutter was sagen sollen, damit sie mir das Buch mal kauft, aber wenn ich das irgendwann mal sehe, das waren einfach auch so, zwar als Kinderbuch, aber fantastisch aufgemachte Zeichnungen einfach, fast kein Text drin, aber wirklich diese
diese Stickereien auf den Klamotten, was die ja so anhaben, das ist ja einfach der Wahnsinn. Und eben jede Menge Jacks. Ich sehe jetzt bisher keinen Jack hier drin. Ich bin etwas enttäuscht. Ich hätte gerne mehr. Aber dafür ist ein Bär drin. Hier sind jede Menge Bärte drin. Schlagzeugspielende Bär. Bären. Bären hatten wir ja schon. Ich sehe Bärte, aber keine Jacks. Wir waren das rennende Bär, ne? Ja. So. Ja, ach so, schön, übrigens, okay. Kurze Rückmeldung. Also Perkoros habe ich mir dann tatsächlich gekauft. Ja. Auf Empfehlung. Sehr schön. Ja. Hat auch mein Bruder, ich habe das ja immer noch ausgeliehen, ich muss es mir immer noch mal durchlesen. Mein Bruder war hier mit seiner Band und er hat es sich auch ganz gezielt. Und er meinte, das ist was, was ich lesen würde. Er hat sich dann halt auch durchgelesen. Ja. Ah ja. Genau. Hattest du das letzte Mal auch schon? Das haben wir das letzte Mal, nee, das habt ihr mir doch ausgeliehen. Ach so. Ich hab's nur noch nicht gelesen, weil Dinge passiert sind. Weihnachten und sowas. Ach so, ne? Alles gut. Ja, deswegen, ich bin momentan nicht so zum Comic lesen gerade leider. Aber jetzt habe ich wieder Budget und werde mir auch für nächstes Mal auch tatsächlich mir mal neue Comics aneignen. Mhm. Aber wahrscheinlich werde ich mir Skydoll holen, also den neuesten. Den hatte ich ja schon auf dem Counter liegen, also wollte ich schon kaufen. Aber dann hat mir der Ecki, also der Comic-Laden-Mensch, gesagt, das ist gar nicht die richtige Variante ist, sondern die vorveröffentlichte Skizzenvariante. Okay. Hätte ich zwar auch gerne gehabt, aber nicht für den Preis. Mhm. Also die war 32 Euro, glaube ich. Wesentlich teurer als dann. Ich habe halt gedacht, okay, jetzt beiß ich in den sauren Apfel und hol mir das Ding, weil ich schon ewig drauf gewartet habe. Mhm. Aber das ist halt, die haben einfach die ganzen Skizzen, das hatten sie schon mal gemacht, das habe ich auch da, den Skydoll-Band, das ist auch so ein Special-Band, der war aber günstiger, also ich weiß es jetzt nicht, vielleicht 16 Euro oder sowas, das kann man mal machen. Deswegen, dafür, es war halt Hardcover, dachte ich, okay, daher kommt der Preis, aber... Von Splitter wieder wahrscheinlich, ne? Von was ist denn? Ja, das ja, könnte sein. Ja. Ich kann auch kurz gucken gehen, aber es ist wirklich einer meiner Lieblingscomics, den ich schon ziemlich lange verfolge und es ist eine Schande, dass er nicht, dass das so lange dauert, dass er rauskommt. Aber jetzt hoffe ich, jetzt hole ich mir halt mal den neuesten Band und dann kann ich auch ein bisschen was drüber berichten, denn es ist einer meiner absoluten Lieblingscomics. Gut, du hast ja auch noch digitale Comics dafür. Ja! Ja, aber ich habe noch ein paar ausprobiert. Auch noch zwischendurch noch ausgedruckt. Ausgedruckt zusammengeheftet. Okay, ja. Was gibt's noch? Ja, weil du hast hier mit Abstand die meisten. Ja, wobei. Kann auch welche vorstellen, gib mal. Ich habe es zwar nicht gelesen, aber. Hübsche Bilder und. Kannst ja erklären, was auf den Bildern passiert. Das mache ich doch sowieso schon. Es ist ja so, dass ich diverse, durch dieses großartige Super-Abo von Panini, diverse Marvel-Serien in Abo habe und die stelle ich ja relativ selten vor. Deswegen habe ich mal gedacht, mach da mal einen kleinen Ausflug in aktuellere Sachen, weil ich sonst auch meistens irgendwas Älteres, Zeitloses dabei habe. Und zum Beispiel ist jetzt mit Januar 2015 erschienen Amazing X-Men 2 bei Panini Comics. Und warum hat sich der Breedstorm das geholt? Weil es von Jason Aaron ist. Ja. So. Weil es von Jason Aaron ist. Und natürlich, weil, also ich meine, ist ja kein Geheimnis mehr, der erste Band ist schon ein bisschen her, weil es die Wiedergeburt eines verstorbenen Charakters feiert. Ja, ja. Aber da es kein Geheimnis mehr ist, weil der alte Band schon ein paar Monate her ist, sprechen wir es. Nightcrawler wurde ja, hat's ja ausgeopfert. Schon angedeutet quasi. Genau, hat sich aufgeopfert. Die Dinger können einfach nicht tot bleiben. Ja, das ist schlimm. Hat sich seinerzeit aufgeopfert und schippert jetzt so ein bisschen durch die Hölle in seinem beliebten Piraten-Setting. Es gibt ja eine ganz legendäre alte X-Men-Comics, wo er mit diesen, wo die X-Men so ein bisschen auf dem Piratentrip sind. Okay. Und so ist das in der Hölle halt auch. Der alte Nightcrawler ist in der Hölle unterwegs als Pirat. Und auch die X-Men verschlägt es. Fehlen noch die Ninjas, oder? Wir hatten Piraten, wir hatten Zombies, jetzt kommen. Ja. Ne? Verschlägt es plötzlich dann die X-Men wieder in diese Welt. Und wie es halt immer so ist, der Nightcrawler hat so ein bisschen Probleme mit seinem Vater, der auch Dämon ist. Mhm. Und gegen die muss er dann einen dämonischen Piratenkampf bestehen und kommt aus ominösen Wegen wieder auf die Welt. Ist, oh Gott.
gut. Ja, genau das habe ich dann beim Lesen auch gedacht. Also sie haben wirklich vieles genommen, was halt schon mal sehr gut funktioniert hat. Also diese alte Geschichte, wo die X-Men als Piraten durch die Gegend gegondelt sind und sowas, das war sehr erfolgreich damals. Und auch hier versuchen sie auf einfühlsame Weise das rüberzubringen, dass der gute Kurt Wagner wieder unter den Deutschen wandelt. unter den Deutschen wandelt. Halt, was zum Donnerkrummel. Was ist denn hier? Nein, wir wissen ja eigentlich, also er ist ja nur eigentlich in Deutschland aufgewachsen. Oh. Wenn man so der Sohn eines Dämons ist, zusammen mit Mystique, ne, die auch nicht besonders freundlich ist, dann. Schön. Ne? Und gezeichnet hat das Ganze Ed McGuinness. Ah, okay. Was die Sache noch knuffiger gemacht, als sie sowieso schon wäre, weil es sind auch jede Menge Bumps. Chibis und Bumps, ja. Genau. Die Bumps sind quasi Sachen, die auch schon viele, viele Jahre erscheinen und man wusste nicht so richtig, was sind das eigentlich für Wesen. Also sie sehen eigentlich aus wie Nightcrawler in klein. Okay. Ja. Im Moment, ich hatte eben gerade eine Seite, wo Tausende waren. Wo sind sie denn da? Genau. Kleine hängende Dinger. Ach so. Format. Und diese Wesen waren nie so richtig bekannt. Was sind das? Sind das jetzt irgendwelche Kinder von Nightcrawler? Und das wird jetzt wenigstens in dieser Serie geklärt. Mhm. Und man hat eigentlich alles, was man sich von so einer Wiedergeburt erwartet. Mir ist es ein bisschen ein Tick zu niedlich. Was erwartet man denn von einer Wiedergeburt? Ja. Okay. Ja. Und hab dann beschlossen, der Serie nicht weiter zu folgen. Also es ist in zwei Geschichten abgeschlossen, geht jetzt weiter, aber mit anderem Autor. Und wenn Jason Aaron nicht mehr dabei ist, weiß ich nicht, ob ich mir das gebe. Aber es zielt auch wieder auf ein bisschen Nostalgiker ab, weil in der Vorschau sieht man Spider-Man, Firestar und Iceman zusammen durch die Gegend fahren. Mhm. Ihr werdet es wahrscheinlich aus der klassischen Spider-Man und seine Freunde-Serie kennen, und diese in der WG gehaust haben, und da gibt es eine kleine Reunion von. Und aber ist jetzt auch nicht, wo ich unbedingt sage, da muss ich dabei bleiben. Ich wollte sehen, was passiert, wenn Jason Aaron das schreibt. Aber mir ist ein Tick zu niedlich geworden, die ganze Geschichte. Ja, also das, natürlich gibt es wieder Freude und es muss natürlich einer zusammen gesoffen werden und so weiter und so fort. Es gibt auch einen kleinen Auftritt von Xavier, der von Cyclops getötet wurde, während Avengers vs. X-Men. Und ich bin in der Hölle. Der treibt sich zumindest auch in diesen Gefilden vor, hat einen kleinen Auftritt, wenn er es war. Also ich hätte natürlich auch eine dämonische List sein können, das weiß man ja nie. Mhm. Aber es gibt wieder einige Statusänderungen am Ende des Bandes, die ich jetzt nicht so ganz offenlegen möchte. ist klassisches Popcorn-Comic. Mhm. Wie gesagt, wenn Ed McGuinness es zeichnet, dann weiß man ja, auf was man sich ungefähr einlässt. Mhm. Wie unvergessen sein Riesenkinn bei Superman seiner Zeit, was er sehr, sehr cartoonisch gezeichnet hat. Bullige Figuren halt auch, ne? Ja, knuffig, bullig und gern mit ausuferndem Kinn. Ja, wobei ich mochte die eigentlich. Ja, du. Das ist hier klar, dass du die magst. Die sind halt. Also seinerzeit waren sie vielleicht sogar noch sehr an der Animated-Serie ausgerichtet. Mhm, genau. Ja. Hier ist auch mal nackig nackig im Gegenlicht. Ja. Okay. Ja. Ja, man kann zu den Zeichnungen eigentlich gar nichts sagen, denn die sind so klassisch und so Marvel. Ja. Also wenn man gerne mal so das Standard-Marvel-Ding lesen möchte. Ja, aber mit einem cartoonigen Einschuss. Ja, mit diesem cartoonigen Einschuss und eben diesen Chibi-Figürchen, die ich jetzt noch gar nicht kannte, weil ich mich mit dem Nightcrawler nicht so auseinandergesetzt habe, wenn ich ehrlich bin. Das war auch so eine Figur, die ist immer, dadurch, dass ich die X-Men auch nicht so mochte, natürlich. War... So kommt mein Abo. Oha. Schön. Ja. Mehr. Mehr Marvel? Ja. Mit mein Marvel? Machen wir doch mal eine kleine Marvel-Welle. Große Geschichte, die vor einiger Zeit, deswegen können wir jetzt auch so ein bisschen darüber reden, zu Ende gegangen ist, ist wieder mal ein schöner Groß-Event namens Das Ende einer Ära. Infinity. Und Infinity war eine Geschichte,
die größtenteils auf Weltraumebene sich ausgetragen hat, mit sämtlichen Marvel-Figuren, die irgendwas mit Weltall zu tun haben. Okay. Ja. Und Hickman hat das lange Zeit schon. Zum Beispiel? Den Kree oder den Shire zum Beispiel. Oder den Skrull. Mhm. Ne, also die ganzen epischen Figuren, die uns die 70er und 80er Jahre näher gebracht haben. Inhumans. Die Inhumans haben, ja, lass mich ausführen. Ach so. das, wie gesagt, schon längere Zeit vorbei ist, denke ich, kann man das ruhig ansprechen. Es war im Prinzip so, dass eine neue mächtige Rasse aus dem All kam, die sogenannten Bilder. Und also nicht wie die Zeichnungen, sondern wie die Erbauer. Und die haben die Erde angegriffen, auch andere Wesen, andere Rassen angegriffen. Mhm. Und man wusste im ersten Moment nicht, warum machen sie das, warum tun sie das, aber es gab eine riesige Schlägerei. Mhm. Es stellte sich daraus, dass das Hauptziel schon die Erde war, weil man festgestellt hat, dass die Erde die Wurzel allen Übels ist und so weiter. Und die wollten sie ausrotten. Mhm. Aber mit vereinigten Kräften eben dieser schon genannten Rassen, aber auch seltsamen Bündnissen mit Anilius zum Beispiel, der ja aus der Negativzone eigentlich eher bekannt ist und alter Gegner von Fantastic Four war, wurde dann schwer gekämpft, während gleichzeitig Thanos die Erde angegriffen hat, zusätzlich noch, weil er hat beschlossen, warum macht er das? Er möchte seinen eigenen Sohn töten. Mhm. Weil Thanos ist ja bekannt dafür, dass er sehr verliebt ist in den Tod, also in den und deswegen konnte er nicht damit leben, dass plötzlich sein Sohn da auf der Erde umhermacht. Der ist so ein bisschen, sah zu dem Zeitpunkt ganz normal aus, war so ein Heiler, war eigentlich sehr freundlich eingestellt. Mhm. Tane, sag ich mal, Tane, geschrieben mit ja, Tane, Tane. Mhm. Und den wollte er angreifen. Und da gab es halt auf unterschiedlichen Fronten unterschiedliche große Kämpfe. Was letztendlich aber zu einem Statuswechsel im Marvel-Universum doch geführt hat. Und zwar hat Black Bolt, der Anführer der Inhumans, seine Stadt gesprengt im Prinzip. Und dadurch sind die Terrigen-Gene, oder die Nebel, plötzlich durch die Welt gewabert. Das heißt, es gab im Prinzip, wie soll ich das sagen, neue Mutationen dadurch. Okay. Disney wird wahrscheinlich sehr viel Interesse dran haben, dass man sagt, es sind keine Mutationen, weil es hat ja mit dem Mutanten-Franchise zu tun und das liegt nicht bei Disney. Mhm. Also bei den Comics logischerweise, aber bei den Filmen nicht. Mhm. Die Mutanten macht ein anderes Filmstudio als Disney. Fox. Und deswegen haben sie offenbar beschlossen, wir müssen jetzt irgendwas machen, was so ähnlich ist wie Mutanten, aber keine Mutanten sind, weil das böse Wort, das dürfen wir nicht nehmen. Und zwar durch die Zerstörung Attilans, also der Stadt der Inhumans, wabern diese Nebel halt durch die Welt und überall auf der Erde reagieren die Menschen drauf, wenn sie Vorfahren haben, die ebenfalls Inhumans waren. Ah. Und die kriegen auch äußerst unterschiedliche. Genau. Ja. Und all das führt natürlich zu einer schönen weiteren Fortentwicklung, die Inhumanity heißt. Und sag mal, das wäre jetzt ein Event gewesen, was ich mir normalerweise nicht geholt hätte, wenn ich nicht zufällig in Erlangen mir das Blanko-Cover geholt hätte. Mhm. Ich habe hier kein Sketchbuch. Das heißt, wenn ich mir was zeichnen lasse, dann in Band. Und ich hatte da nichts für einen bestimmten Zeichner und da habe ich mir auf das Infinity-Heft. Wir hatten ja nichts. Habe ich mir das Heft geholt und der hat mir einen sehr schönen Skrull drauf gemalt. Ja. Und also genau genommen den König der Skrulls oder den Anführer. Und dann habe ich beschlossen, okay, kaufe mir die restlichen Hefte auch. Habe natürlich einen wieder doppelt gekauft. Wie könnte es anders sein, weil ich mich verlesen hatte bei der Nummer. Macht aber nichts. Und habe mir dann dieses Event reingefahren, weil die restlichen dazugehörenden, das spielt größtenteils in der Rächer-Serie, die habe ich im Abo, die Avengers, da konnte man das ganz gut am Stück lesen. Mir ist das mit diesen Weltraumgeschichten meistens irgendwann zu viel. Mhm. Hier war es zwar natürlich schön in Szene gesetzt und Hickman lese ich eigentlich sehr, sehr gern, weil er sehr, sehr abgefahrene Sachen macht, gerade die Geschichte mit den Bildern, aber hier war es mir ein bisschen zu wenig ambitioniert. Also ich sag mal so, es wurde sehr, sehr lange aufgebaut, dass das jetzt die krassesten Wesen von allen sind. Mhm.
Und dann gibt es eine sehr, sehr signifikante Szene. Nee, die ist nicht da drin. Wo, ich weiß nicht, ob ich springen soll, aber eigentlich das letzte Heft ist im Oktober geschrieben. Ne? Deswegen kann ich es euch wahrscheinlich berichten. Ja, also wer diese signifikante Szene, die vielleicht einen gewissen Umbruch bedeutet, nicht hören will, der sollte jetzt vielleicht mal 30 Sekunden nach vorne springen. Mal genau. Schnell. Also es ist so, dass das sind die krassesten Wesen von alle und plätten alle. Und Thor soll dann da hinkommen und soll quasi sich ergeben für alle stellvertretend. Und genau. Und Thor kommt dann auch dahin zu einem von den Bildern, die du vorher gar nicht angreifen konntest. Mhm. Und wirft dann auch theatralisch seinen Hammer weg, geht auf die Knie. Und der Bilder so, ja, hahaha, wir haben gewonnen, ne? Mhm. Kennt man ja. Und was man natürlich von Mjölnir, Thors Hammer, wissen soll, ist, dass er immer gerne zurückkommt zu seinem Herren. Und also er wirft diesen, hat den Hammer ja weggeworfen und dann hebt er so die Hand vor diesen Bilder und der Hammer durchschlägt diesen Bilder so von hinten. Also es ist ein komplettes Loch, wie man es in einem Cartoon wirklich kennt, in diesen Bilder plötzlich drin. Und das ist der Moment, wo wir sagen, ja, wir können die Bilder doch in den Arsch treten. Und diese Botschaft geht durch das ganze Universum, wie auch immer das geht. Scheint auch so ein Universum-Facebook zu geben oder sowas. Twitter, ja. Und dann stellen sie fest, wir können die Bilder doch in den Arsch treten. Ja. Aber nur mit Mjölnir, oder was? Nee, sie schöpfen dann neuen Mut. So. Und dadurch durchbohren sie. Gibt es dann noch einen schönen Endkampf, auch dann mit Thanos auf der Erde. Spoilerende! Und, aber wie gesagt, für meinen Geschmack war es jetzt nicht so hundertprozentig, muss ich sagen. Also das ist ein Event, auf das man durchaus auch verzichten kann, mit dem Wissen, dass jetzt durch die Terrigen-Nebel auf der Erde neue Möglichkeiten geschaffen sind für alle möglichen Arten von fast Mutationen, möchte ich es mal nennen. Das wird auch schon gut eingesetzt. Es gibt zum Beispiel eine neue Serie, die heißt Inhuman. Mhm. Wo halt einer von denen neu geschaffen wird. Mhm. Was natürlich aktuell für Marvel ein bisschen schwierig ist, weil vor dieser Veränderung der Wesen verpuppen die sich erst, also wie so eine Raupe. Okay. Und dann kommen unterschiedliche Dinge da zutage. Also manche sind überlebensfähig, manche sind halt nicht überlebensfähig. Mhm. Also es gab vor Jahren gab es auch schon mal irgendwas, was das Ganze gepusht hat. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, wo es auch dann mega viele Mutationen gab. Das ist im Prinzip dasselbe jetzt bloß als Inhumans. Und da würden wir dann sehen, wie das cineastisch bei den nächsten Sachen dann wahrscheinlich umgesetzt wird. Naja, gut. Wenn du dir, ich meine, haben wir ja in den Special, haben wir ja im Oktober gesprochen, der Matthias und ich. Mhm. Also die Marvel-Filme sind ja so auch auf diesen Titel ausgelegt, ne? Infinity War oder so. Und von daher kann das schon in die Richtung streng gehen. Ne? Ja, es ist Thanos halt ist ja schon eingeführt, es durch ist die halt Guardians of the Galaxy. Sehr, sehr verwunderlich. Also verschiedene Figuren, die sich nicht unbedingt grün sind, wie zum Beispiel der Black Panther und Namor, die sich in der Vergangenheit eine Auseinandersetzung geliefert haben mit Krieg. Ja? Die bringen es sehr, sehr schlecht fertig, sich wieder zusammenzuraufen, werden plötzlich die Avengers Seite an Seite mit jeglichen feindlichen Alien-Nationen, die es so gibt, kämpfen. Und auch da wird es halt nicht glaubwürdig. Gerade mit Anilius oder meinetwegen auch den Skrull, die ja in Secret War die Erde angegriffen haben, ist es halt, ja, es ist ein Fest für diejenigen, die diese alten Figuren, oder was heißt alten, die diese Weltraumfiguren auch mögen. Weil da kommen echt viele. Ja. Ne? Also das, da haben sie wirklich einiges aufgefahren. Aber so richtig hundertprozentig, auch die Guardians kommen, sind hier zum Beispiel auf dem Cover. Die sind nicht nur auf dem Cover, die sind doch drin. Und wenn man aufschlägt, ist das wirklich so eine kleine Parade an
wie ist das, Front-Superhelden. Also, ah, ja. Das ist ja in Marvel, das bin ich ja gar nicht mehr gewöhnt, dass irgendwie alles, was Rang und Namen hat, irgendwie dann doch vorkommt. Mhm. Und ja, das ist schon... Witzig ist es auch, ich weiß gar nicht, wer die Rechte an Thor müssten sie aber eigentlich haben. Weil haben sie. Ja. Da wird der Bruder von Black Bolt, wie heißt er, Maximus, glaube ich. Haben ja schon Thor-Filme gemacht. Ja, wird auch ähnlich eingeführt, wie wir es zum Beispiel auch bei Loki gesehen haben. Also er ist ja auch immer der Böse und der Trickster und was auch immer. Mhm. Und hier ist diese Fähigkeit dann plötzlich nützlich, ähnlich wie wir das dann auch bei Loki gesehen haben. Mhm. Ja, also wird plötzlich auch sehr charismatisch dargestellt. Und ich bin ja mal gespannt, also gerade wenn man jetzt aufs Filmuniversum guckt und wie du schon mutmaßt, wird das ja alles irgendwie gerade so ein bisschen miteinander angeglichen, auch in Sachen Comics und Film. Was denn dann mit Quicksilver und Scarlet Witch passiert? Die weil Mutanten die, sind, ja. die spielen ja definitiv eine Rolle im nächsten Avengers-Film, also wurden ja schon angekündigt. Ja. Und wie du schon sagst, sind ja eigentlich Mutanten. Ob die dann auf kurz oder lang auch zu Inhumans werden oder was? Keine Ahnung. Ja. Also es werden auch verschiedene Sachen schon wieder angeteasert, worauf das alles hinauslaufen könnte und so weiter und so fort. Also das typische, ihr kauft die nächsten Hefte bitte auch noch, Geschichte, das ist klar. Hatte ich nicht anders erwartet, aber weiß ich nicht so richtig. Es ist ja angekündigt oder es läuft jetzt schon Original Sin, das nächste größere Event, was auch wieder so ein Weltraumthematik hat, aber nicht nur, sondern es ist eigentlich mehr oder weniger, wie ich das mitbekommen habe, so eine auch Detektivgeschichte, die das Thema behandeln wird. Wer hat den Beobachter gekillt? Okay. Ne? Also die Beobachter sind so quasi die Spanne des Universums. Die Spanne des Universums. Also die Bilder immer... Nur gucken, nicht anfassen. Ja, die Beobachter, die sind... genau, ja, die sind bei jeglicher Sache im Marvel-Universum, die größere Bedeutung haben will, stehen die halt da rum. Mhm. Ne? Ja. Und beobachten das, zeichnen das auch so mehr oder weniger auf. Mhm. Plötzlich wird einer von denen gekillt. Mhm. Und dann versuchen halt verschiedene Helden jetzt zu ermitteln, warum, was denn da jetzt passiert, dass der arme Beobachter jetzt gekillt wurde. Mhm. Habe ich mich allerdings noch nicht reingelesen. Ich wäre aber sehr, sehr dankbar, falls irgendjemand da draußen das schon gelesen hat, vielleicht sogar schon bei den US-Sachen war, dass er vielleicht sagt, lohnt sich das jetzt mit dem Ansatz, den ich habe, dass ich sage, naja, Weltraum, okay, finde ich jetzt nicht so spannend und epische Raumschlachten. Es hat halt wieder was sehr... Wie soll ich das sagen, ein Tick DC-mäßige Sachen gehabt. Was DC zum Beispiel, wenn du die Dino-Sonderbände von der Justice League noch kennst, wo in jedem Band eine neue riesige Killerbedrohung aus dem Weltraum kam, der Sun-Eater, der Anti-Monitor, wie sie alle heißen. Ja, so ungefähr diese Dimension hat das da jetzt auch, dass wir viele Leute im Weltraum haben, die man auch auf großen Seiten zeigen kann, wo 20, 30 Leute sich kloppen im Weltraum und am Ende. Ne? Und ich weiß nicht, ob ich dem einfach jetzt müde entgegenstehe, weil andererseits erfreut mich Marvel mit solchen Sachen wie zum Beispiel Superior Spider-Man oder die neuen X-Men, wo sie einfach den Status Quo so sehr geändert haben, dass ich sage, geil, da will ich jetzt wissen, wie es weitergeht. Mhm. Ne? Obwohl ich natürlich weiß, dass es nicht für die Ewigkeit ist mit Superior Spider-Man, aber trotzdem fesselt es mich so lange, dass ich sage, das möchte ich jetzt unglaublich gern lesen. Mhm. Ist das auffällig erst seitdem die Guardians of the Galaxy jetzt im Kino liefen, dass das so im Weltall stattfindet oder war es vorher schon? Nö, es gab früher auch schon, also es vor ein paar Jahren, gab es auch Weltraum-Events schon. Mhm. Okay. Ne? Aber also was mir halt aufgefallen ist, dass die plötzlich überall vorkommen. Oder, naja, gut, oder die werden halt gehackt. Okay, okay. Das weil ich glaube, jeden dritten Marvel-Comic, den ich aufschlage, jetzt vor allen Dingen eben durch den Comic-Stammtisch, wo man einfach mal immer mal wieder anderen Kram, da, ich habe mich eigentlich schon nicht mehr gewundert, als ich jetzt gerade Infinity aufgeschlagen habe und dachte, ah, okay, jetzt sind sie schon wieder hier, da ist ja schon wieder der Waschbär.
der seine eigene vierteiligen Band. Genau, den habe ich auch mal reingeguckt. Sah eigentlich auch ganz interessant aus. Also, ich sage jetzt nicht, dass ich die nicht mag. Es ist nur so, dass mir die vorher noch nie aufgefallen sind und plötzlich sind sie. Naja, die waren auch vorher, glaube ich, nicht so präsent. Das ist halt jetzt wirklich so durch den Film, oder? Okay. Weil es gerade dazu haben passt. Haben sie auch verdient. Ah, ja. Weil es gerade dazu passt. Bitte, bitte. Habe ich noch was Schönes mitgebracht. Und zwar ist das die aktuelle Iron Man-Serie, beziehungsweise Iron Man teilt sich ja das Heft mit Hulk. Ja. Und man macht schlägt auf und sie sind auf der Erde. Nee, die sind nicht da drin. Schade. Aber das war schon in den Heften davor. Also die Geschichte war ja so, aus diversen Gründen. Am Anfang der Serie hat Iron Man beschlossen, ja, es wäre vielleicht mal ganz gut, ich nehme mir mal eine Auszeit, fliege ein bisschen durch den Weltraum. Mhm. Und hat da auch sehr abgespacede Events gehabt, die man, ja, ich will jetzt nicht sagen, so abgefahren wie Lobo war, aber in so einem Setting, wo du natürlich diese typische Cantina-Bar-Szene hast mit lustigen Aliens und Bedrohungen und sowas. Am Ende von seiner Auszeit im Weltraum ist er dann allerdings wieder auf die Erde gekommen, oder er musste zwangsweise auf die Erde kommen, und da haben sie einen sehr, sehr finsteren Retcon eingesetzt. Und zwar, auch das kann man jetzt natürlich wieder erzählen, weil es natürlich auch schon wieder einige Monate her ist, ist es derzeit so, dass Iron Man einen Bruder hat, der nicht laufen kann, beziehungsweise er hat einen Stiefbruder, weil wir haben festgestellt, er ist eigentlich adoptiert. Okay. Iron Man ist adoptiert, ist nicht, wie wir immer gesehen, also in jedem Comic, wo man seinen Eltern, also den Howard Stark und seine Frau sieht, sieht man diese krasse Ähnlichkeit, die die beiden eigentlich haben. Jetzt hören wir neuerdings, er ist adoptiert. Und der eigentliche Bruder, das Genie, was aber durch Alien-Roboter verändert wurde, ist Arno Stark. Und den haben sie jetzt in einem Kellerfinder ausgegraben, um es mal plump auszudrücken. Das kennen wir doch von Simpsons. Ja, ich meine, es gab diese Arno Stark-Figur schon mal auf einer Parallelerde oder sowas. Also irgendwas war da schon mal. Ich habe es sehr dunkel im Hintergrund. Und das ist jetzt mehr oder weniger der Status quo, dass Iron Man wieder auf der Erde ist mit seinem Bruder verschiedene, der noch das viel, viel krassere Genie ist und sich deswegen Jahre versteckt hat, weil er Angst hatte, die Aliens und der böse Alien-Roboter kapern ihn wieder, entführen ihn, und das jetzt aber überwunden, und die beiden arbeiten jetzt zusammen und entwickeln diverse Sachen. Zum Beispiel habe ich hier auch mitgebracht. So, ich muss heute mal diesen Amazing Marvel-Ausflug machen heute. Das Iron Man Special 1. Also die haben irgendwann gemerkt, das läuft alles nicht mehr synchron. Wir müssen noch mal ein paar Hefte rausbauen. Was ich sehr, sehr gut finde, sie haben hier 5 US-Hefte für 6,99 rausgehauen, was ein Format ist, was richtig geil ist, weil die nächsten Sonderbände sind schon wieder auf 13,99 mit ähnlichen Inhalt oder noch weniger Inhalt. 5 Hefte für 6,99? Ja. Das ist ja fast wie in Frankreich. Ja, ja, fast geschenkt. Und sie besinnen sich hier in dieser Geschichte, das war ursprünglich Iron Metropolitan, hier haben sie es genannt Stadt der Zukunft, auf dem alten Gegner von Iron Man, mehr oder weniger, und zwar ist das der Mandarin. Ja, wir kennen ja den oh nein. Wie soll ich das sagen, diesen bärtigen Chinesen, der die Ringe des Mandarins gesammelt hat und dann alle die Menschheit angegriffen hat damit, und speziell alte Iron Man Gegner. Und auch diese Geschichte wird wieder rausgezogen. Weil das ist so schlimm, wenn du sagst, alte Iron Man Gegner, für mich ist der noch aktuell, weil das sind die letzten Hälfte, also die ich mit dem gelesen habe, so vor Dickmilch-Jahren. Ich weiß gar nicht. Dickmilch-Jahren. Ich will es überhaupt nicht wissen. 15 Jahre? Kann das? Kommt das hin? Weiß ich nicht. Das ist ein alter Gegner von ihm. Oh Mist. Ja, also alter Gegner meine ich, dass er durchaus schon in den 60ern vertreten war. In dem Sinne. Gut, da war ich ja noch nicht dabei, aber... und... In dem Fall ist es so, dass der Tony Stark mit seinem Bruder Arno versucht, eine Stadt der Zukunft aufzubauen, auf den Ruinen der Stadt des Mandarins, irgendwo in Asien. Und was dann natürlich noch durch die Gegend schwirrt, sind die Ringe des Mandarin. Und jetzt haben sie was gemacht. Was natürlich super, super zu Green Lantern und den verschiedenen Cores dazu passt. Nämlich die Ringe haben natürlich alle ein unterschiedliches Motto. Das gab es ja auch schon vorher, also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Der eine, haben verschiedene Farben, die irgendwas symbolisieren. Und nicht viel anders als
bei den verschiedenen Green Lantern Corps. Haben die unterschiedliche Auswirkungen. Plötzlich beginnen diese Ringe, sich einen Wirt zu suchen. Auch das haben wir ja schon. Wir wissen ja, wenn eine Lantern stirbt, dann schwirrt der Ring durch die Gegend und guckt, wer ist denn der Geilste, der jetzt super geeignet ist für uns. Die Grünen suchen sich, glaube ich, den Tapfersten. Die Roten suchen den Wütendsten. Den Wütendsten. Ja? Dann die Gelben, die Leute, die Furcht verursachen können. Ja. Und so weiter und so fort. Ja, und als ich das gesehen habe, dachte ich, oh, das ist jetzt aber schon, soll es eine Persiflage sein oder ist es einfach so unglaublich genau kopiert? Plump. Ja, in dem Fall ist es bei DC war es ja sehr so, dass die Ringe sich gerne mal Figuren gesucht haben, die wir schon kennen. Ja. Du besitzt den nötigen Willen, ist ja halt Geld, ne? Ja. Super. Ja, da sucht sich, wie gesagt, der gelbe Ring mit dem Willen, der sucht sich, was hier das Wort Einfluss darstellt. Nix nur vor. Ja, ja also, ne? Sucht sich dann statt irgendeinen Helden, der den Willen hat, sucht sich so einen asiatischen Mafia-Boss. Ja, sucht sich, der sowieso da in der Stadt. Also, es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass die Ringe sich hier gerade Wesen suchen, die nichts mit dem Wesen zu tun. Sie versuchen das hier noch so ein bisschen zu erklären. Ja, die Kostüme oder Rüstungen oder was auch immer die bekommen, werden auch von den Ringen geschaffen. Die werden auch von den Ringen geschaffen. Ist ja originell. Ja. Und jeder kann sich das anscheinend auch so ein bisschen aussuchen. Was sagen will oder was? Ja. Der rote Ring ist zum Beispiel symbolisiert Spektrum, was immer das bedeutet. Also so nah bin ich auch nicht in der Materie drin. Ja. Er suchte sich so eine Umweltjournalistin, die natürlich sehr angepisst ist über den Faschisten Tony Stark, ne, weil er ja alles kontrollieren will und also sie hat ein emotionales Problem mit ihm. Und es bietet auf jeden Fall Stoff für diverse Kämpfe. Von Rüstungen gegen Ringträger. Nein. Aber wie gesagt, der größte Kritikpunkt, den ich an dieser Storyline habe, warum suchen die sich wirklich immer irgendwelche, oder bislang, weil das nächste Event, was auch heißt, die Ringe des Mandarinen, will ich dann wieder komplett lesen. Das heißt, ich muss bis im Februar warten. Ich werde nachberichten. Suchen sich irgendwelche No-Names. Ja? Wie du sagst, der Wille. Also ich glaube zum Beispiel, dass Batman zum Beispiel einen viel größeren Willen hat, was er ja schon deutlich gezeigt hat, als zum Beispiel der Triadenboss oder sowas. Und dass es, wenn es denn jemand Bösartiges sein muss, bestimmt Superschurken gibt, die auch einen größeren Willen haben, als ein bislang vollkommen Unbekannter. Wir begleiten hier... Ja, kennst du ihn ja nicht. Vielleicht ist er total mutig. Wir begleiten hier den schwarzen Ring namens Nachtbote. Okay. Wie er sich verschiedene Wesen aussucht, die er so übernehmen könnte. Und dann denkt er, ja, der wird's geil. Der ist vielleicht doch ein bisschen von sich selbst zu überzeugt. Oder hier ist der Venom-Parasit. Ach, ist das wirklich schön? Ne? Da fliegt er durch die Gegend, ob ich mich mal auf Venom draufsetze. Naja, der ist ja selber ein Wirt. Ne? Also das wäre vielleicht doch nicht gut. Genau. Oder der Hulk. Der Hulk, das ist ihm zu unberechenbar. Ne? Wenn nichts wird, was sind denn das für anspruchsvolle Ringe hier? Ja. Also warum sucht man sich nicht den Bösesten? Ja, und das ist halt, was ich nicht so ganz dran verstehe. Ja? Also mir ist es sehr... Sehr seltsam. Also ich weiß nicht genau, soll es eine Persiflage sein? Ist es hier, was genau ist es jetzt? Also wenn es so gewollt ist, ist es plump. Also ja, das ist echt nur plump, oder? Ich weiß es nicht. Es ist halt, ich sag mal so, nehmen wir mal an... ich meine, gut, also die Ringe gibt es ja, wir haben ja gestern mal kurz in unserem Redaktionskanal kurz drüber gesprochen. Die Ringe gibt es ja schon ewig, ja. Also das ist, wie gesagt, ich habe auch so ein Bild im Kopf, wo halt der Mandarin mit mehreren Ringen am Finger. Und das war vor Parallax, ne? Ja. Also das war bevor Hal Jordan dieses typische Cover damals. Ja. Und aber ein Ring, der durch die Gegend fliegt und sich die Leute aussucht. Gab's das damals schon? Das weiß ich nicht. Er hat die Ringe, soweit ich weiß, immer sehr gesucht auf unterschiedlichen Plätzen. Ja. Also er hatte immer mal welche an und es waren immer mal welche weg. Genau. Aber die hat er selten eigentlich, mal auf Fingerstecken gefunden. Eigentlich auch eine Parallele zum Infinity Gauntlet, ne? Wo es das Ganze auch schon als Handschuh gibt. Naja, klar. Auch unterschiedliche Kristalle, ne? Unterschiedliche Farben. Ja. Und Also hier ist der grüne Reformer. Was hat das jetzt mit... Ich finde es halt vom Autor, wer hat es eigentlich geschrieben hier?
bla bla bla, Kieran Gill. Finde ich es ein bisschen schade, weil ich sag mal, okay, nach dieser Weltraum-Episode hat er ja festgestellt, er hat irgendwie mehr oder weniger neuen Familienangehörigen. Mhm. Und er akzeptiert es auch so vollkommen. Ne? Also es ist alles ganz die normal. Die sind doch schon einiges gewöhnt, ja. Also ich hätte da mehr da wäre Möglichkeit gewesen, große Charaktermomente einzubringen, die ich jetzt hier nicht sehe. Ja, also er bastelt dann auch halt mal eine Rüstung, weil er sagt, naja, von dir will ich eigentlich keine Rüstung anziehen. Ne? Das, also auch da sage ich, da ist definitiv nur Luft für oben. Es ist abgefahren, ja. Mhm. Vielleicht haben sie gedacht, okay, es hat bei Spider-Man sehr gut funktioniert, dass wir den Status Quo komplett verändert haben. Vielleicht sollten wir das hier auch mal machen. Naja. Aber so, ich bin sehr gespannt auf die Hauptgeschichte dazu. Mhm. Sie das haben hier ja auch schon wieder einen sehr, sehr bösen Schurken im Hintergrund herangezogen, der das Ganze so ein bisschen begleitet. Mhm. Und da werden wir sehen, was das Ganze. Ich werde auf jeden Fall berichten, ob er mich am Ende vielleicht doch wieder versöhnlich stimmen kann. Mhm. So, also von Iron Lantern dann praktisch zu. Iron Lantern. Gab's ja mal, ne? Als Amalgam damals hatten sie tatsächlich Iron Man und Green Lantern zusammen verknüpft und machen sie jetzt wieder. Naja, gut. Kommen wir mal weg von den Superhelden. Schade. Meine Mutter ist in Amerika und hat Buffalo Bill getroffen. Deine Mutter? Mhm. Ja, nee, so heißt ein Band, den es schon ziemlich lange gibt bei Carlsen als Hardcover-Band. Und Carlsen fährt jetzt ein bisschen auf die Softcover-Schiene. Juhu. Und bringt also so klassische, erfolgreichere Bände wahrscheinlich dann auch in Paperback-Format raus. Also auch diesen Band. Und da habe ich mir dann doch mal gekauft. Also hat ihn eigentlich schon länger auf der Liste. Aber jetzt durch diese Veröffentlichung für 9,99 €, geil, habe ich ihn dann halt dann doch mal mitgenommen. Mhm. So, ist im Grunde eine Art Tagebuch des kleinen Sean. Ne? Hast du den Band gelesen? Ja, seine Zeit im Hardcover. Ja. Und es geht im Grunde darum, dass mehr oder weniger alleine von seinem Vater, also er hat noch einen kleineren Bruder, und wird im Grunde allein von seinem Vater und von einer Art Kindermädchen aufgezogen. Und steht halt immer die Frage im Raum, wo ist eigentlich seine Mutter? Und im Grunde durch die Nachbarstochter entdecken die beiden Karten, die von seiner Mutter offensichtlich geschrieben sind. Und die halt ein bisschen erzählen, wo die Mutter gerade ist und was sie so treibt und so weiter und so fort. Und das begleitet ihn halt so durch seinen kindlichen Alltag, durch die Schulzeit oder auch durch die Sommerferien. Und naja, das ist so im Grunde die Story dahinter. Sehr kindlich umgesetzt, von den Zeichnungen natürlich auch, von Emile Bravo. Und insofern, wie schon gesagt, eigentlich schon ein längerer Titel für mich, der auf der Liste steht, allein wegen diesen Zeichnungen, wegen dieser Umsetzung, und weil das ein Stil ist, den ich eigentlich ganz sehr gern mag. Hm. Kannst du noch was ergänzen? Ich wollte jetzt halt nicht die komplette Geschichte da praktisch auflösen. Ich meine, viele werden sich denken, aber es ist halt eine kindlich naive Geschichte in dem Sinne. Ne? Herzanrührende Geschichte. Herzanrührend auf jeden Fall. Auch mit den dazu passenden. Also sehr leicht geschrieben auch und sehr, sehr kindlich naiv geschrieben, weil es, wie gesagt, so in Form eines Tagebuchs halt geschrieben ist. Und naja, so gewisse Lausbubenstreiche sind halt dann mit dabei, wie das halt immer so ist. Ja. Hat mich sehr gut unterhalten, war recht kurzweilig auch. Also hat man relativ schnell weggelesen. Und ja, es macht Spaß. Möchtest du noch was ergänzen? Ja, ich muss
sagen, der Originalband, habe ich eben nochmal nachvollzogen, hat 17,99 gekostet. Ah, okay. Da finde ich es wirklich großartig, dass Carlsen das jetzt für laues Geld quasi für fast die Hälfte raushaut. Mhm. Weil wir wissen, der Unterschied zwischen Hardcover und Softcover sind eigentlich so 2 Euro. Mhm. Kann man sich ungefähr die Gewinnspanne vorstellen, die manche andere Verlage da so mitmachen. Und also dafür sollte man auf jeden Fall bei dem Band zuschlagen, sofern man die Geschichte noch nicht kennt. Mhm. Weil das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Mhm. Ja, und weil wir das vorhin gerade mit den Farben hatten, das wird auch hier sehr bedient. Also je nach Gemütssituation oder überhaupt Situation im Allgemeinen wird halt eine gewisse Grundfarbe bedient und die sich dann halt auch, hier sieht man es gerade so ein bisschen, auch in der Szene wiederfinden. Und ja, möchtest du was ergänzen, so von der vom künstlerischen Aspekt? Es ist super schlicht, sind nur Flats, also wenig Schatten. Hm? Das ist ein sehr einfacher Zeichenstil. Ja, ne? Das ist super typisch simpler Zeichenstil. Halt. Aber passt halt auch super zu dieser kindlichen Sicht, die genau, also so. Genau. Also das ist wirklich passen die Zeichnungen super zur Art, wie es geschrieben ist. Deswegen, es liest sich halt auch richtig schön. Ja. Kann ich nur empfehlen. Also wer auch wie ich den Band schon länger mal im Visier hatte und sich bisher nicht getraut hat, also jetzt für einen Zehner einfach zugreifen. Zeigen wir nochmal, vielleicht bringen sie ja noch diverse andere Bände in diesem Format raus. Ja. Kann ich da mal günstig was abgrapschen? Ich habe es ja schon mal erwähnt, Wave and Smile hatte ich mir dann auch geholt in diesem Format, in diesem Paperback-Format, was auch von Carlsen vorher in einer Hardcover-Variante rausgebracht wurde. Und ja, wie gesagt, hier ist es ein Autoren- und Zeichnerteam. Und aber auch die anderen Emil Bravo-Bände oder 2 zumindest davon, die da hinten angeteasert sind, nämlich die Geschichten um Paul, also der Sprung in die Zukunft und wie heißt der andere? Unverschämt viele Klone, ne? Genau. Und beinahe begraben? Ne, nur die ersten beiden. Die hast du? Die habe ich mir damals als... Das sind ja auch nur Softcover-Alben und die sind halt auch von Emil Bravo geschrieben. Ja gut, was mir von ihm halt wirklich perfekt gefallen hat, war sein Spirou-Band Porträt eines Helden als junger Thor. Also da hat er genau den Ton, den ich mir von einer alternativen Spirou-Interpretation vorstelle, getroffen. Und das war, würde ich sagen, mindestens genauso gut wie der Band. Ja, so auch so ein bisschen vergleichbar mit diesem einfachen Strich von Tim und Struppi, den wir vorhin schon mal erwähnt hatten. Ne? Ich möchte auch Bravo mit Nachnamen heißen. Bravo! Ja. Nein? So. Schade. Yeah, digitale Comics. Ja, Brezel macht digitale Comics. Ja. Er blättert gerade virtuell. Es war ja so, dass es bei Comixology einen großartigen Sale gab über die Feiertage. Und zwar waren da die Image Comics fast alle runtergesetzt. Und da habe ich natürlich zugeschlagen. Und zum einen habe ich mir geholt Drumhella. Das ist eine Serie, die der Bendrix mal empfohlen hat von Plemplem Production über Twitters. Mhm. Und wie gesagt, von Image. Wie heißt Drumhella. Fragst du dich, was ist das? Der Mensch heißt so. Also er heißt mit Vornamen Drum und mit Nachnamen Heller. Und der Drum Heller wohnt ja in den USA in einer Art Nähe von der Prärie. Und er ist magisch begabt. Mich hat sofort so ein bisschen an Hellblazer erinnert. Weil er kann dann auch so ein bisschen nachforschen und sieht Sachen, die andere nicht sehen. Bloß, dass er halt, sag ich mal, die Hippie-Version von Hellblazer ist. Also, um verschiedene Fähigkeiten auszureizen, muss er halt Drogen nehmen. Und man sieht ihn dann schon mal gerne nackt mit einem Golfschläger in der Hand durch die Wüste laufen. Und wie gesagt, das geht schon auf den ersten paar Seiten los. Da sieht man ihn halt im Bademantel in der Wüste stehen, den Golfschläger hochhaltend und plötzlich fängt es an, unter ihm zu tropfen. Der Regen stürmt über ihn hinein und aus dem
aus der Pfütze unter ihm erhebt sich plötzlich der Kopf eines Vogels und der Vogel wird immer größer und dann ist es ein V, der plötzlich sich aus diesem Loch erhebt. Mhm. Und er taucht dann ein in diese Pfütze, weil er da sieht, da leuchtet irgendwas. Ein Ei steckt den Kopf rein und er ist kopfüber in einer total bunten, seltsamen Welt. Ja, okay. Und hält das Ei in den Händen, das Ei zerbricht und plötzlich kommt er dann wieder zu sich. Man weiß im ersten Moment nicht, ist das jetzt einer von diesen Drogentrips oder ist er da in einer anderen Dimension oder was auch immer das ist. Mhm. Dass in dieser Geschichte einiges nicht so ist wie in anderen Geschichten, merkt man dann auch bei dem Besuch des Restaurants. Er ist da in so einem typischen American Diner, wird da auch von einer jungen Blondine bedient, die ihn scheinbar sehr gut kennt. Mhm. Und das Besondere an den Diner, wird man im Laufe der Serie noch sehen, ist, dass dieses Diner zufällig immer genau da ist, wo er halt auch ist. Ne? Ob das jetzt in der Wüste ist oder ist es halt immer da. Und die Wesen, die da drin sitzen, die kennt man teilweise auch aus ganz anderen Geschichten. Also man sieht okay. in einem Panel sieht man im Hintergrund so eine Familie sitzen, so mit einem älteren Sohn und zwei Töchtern und die sind alle so leicht gelblich. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Also Oha. Sie bringen sehr gern in diesen, das ist ein sehr, sehr besonderes Diner, wo sie gern andere Figuren aus anderen Serien irgendwie mit einbringen. Okay. Der Drum Heller selber ist im Geisterbusiness unterwegs, hat privat natürlich auch einige Probleme. Er hat, soll ich das sagen, ein bizarres Liebesdreieck, nämlich seine Ex-Freundin hat ihn für die andere Ex-Freundin verlassen, die eigentlich ein Werwolf ist. Ja. Also ja, die Ex-Freundin okay. hat ihn für die Ex-Freundin. Ja, ja, genau. Mhm. Okay, okay. Ja, also das wird da sehr gut ausgelebt. Und besonders beliebt ist er, weil er sehr egoistisch ist. Avatar hier. Ja. Hey. Das kommt in der Special-Cartoon-Folge. Ja, schon mal anteasern, ne? Das ist ja wie bei Avatar. Aber das ist wirklich, ja. Das muss eher, also Frauen, die mal mit jemandem zusammen waren und dann zusammenkommen. Ja, das muss mit dem gleichen Typen. Mit dem gleichen Typen zusammen. Ja. Nein, 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 pfui, pfui. Ich stell gleich Comics vor. Kusch. Hier wird mir mein iPad fast geklaut. Ich glaub's nicht. Ja, das ist ein Trope. Ja, das ist ein Trope, das häufiger vorkommt. Das ist Offenbach. Fast, nein, das mit den Frauen, die mit einem Kerl zusammen sind, dann zusammenkommen. Das muss häufiger. Ja, aber in der Realität habe ich von solchen Geschichten auch schon gehört. Also das ist durchaus... Das deswegen. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz wird da einiges ermittelt. Wir treffen einige bizarre Wesen, wie zum Beispiel eine Ansammlung von Geistern, die durch die Wüste ziehen. Bloß sind es keine Menschen, sondern es sind die Geister von Sauriern. Also genau genommen von Triceratops, die in einer Herde durch die Wüste ziehen und in so ähnlichen Umfeldern bewegt sich das Ganze. Mhm. Er hat, wie könnte es anders sein, auch einen Chibi, wenn ich dieses Wort mal benutzen darf. Ja. Und zwar ist das... ja, man weiß es auch nicht so genau. Es ist der Geist. Soll ich es definieren? Der Geist von einer Katze oder ähnliches. Mhm. Ein geisterhaftes Wesen, was aussieht wie eine Katze, was ihm gelegentlich hilft, aber gelegentlich auch lieber ganz andere Sachen macht. Zum Beispiel versteht sich diese Katze oder sagen wir eher dieser Kater sehr gut mit der Ex-Freundin von ihm. Die schon wieder. Oha, jetzt haben wir ein richtiges liebes Pentakram. Bizarrerweise, ja. Bizarrerweise findet dieser Kater die Ex-Freundin auch noch ziemlich toll. Super. Was aber schwierig ist, weil es ja ein Geisterwesen ist und dann macht er eins, er fährt einfach in den Hund von dieser Dame ein. Pentagramm. Fährt in den Hund ein und findet sie immer noch so gut, dass er sich erstmal über das Kissen von ihr hermacht und sich an dem Kissen gütlich tut, wenn ich das mal so beschreiben darf. Also ihr seht, Bilder? Die sind beide hinten. Also das ist Bilder? Da kannst du auch schön Screenshots machen mal. Also das. Ja. Also ja. Das wirklich sehr, sehr abgefahrene, lustige Geschichte. Der einzige Makel daran ist, dass es, glaube ich, nur für 10 Ausgaben gereicht hat. Oh, schade. Aber auch übersichtlich. Was auch dazu geführt hat, dass die Geschichte wahrscheinlich nicht so zu Ende geführt worden konnte,
wie mal ursprünglich von Alex Link und Riley Rossmo dieses Ganze geschaffen haben, beabsichtigt. Also es sind leider, muss man sagen, sehr, sehr viele offene Handlungsstränge. Schade. Die freundlich zu Ende geführt, also es gibt wie eine Art Ende, aber es sind sehr, sehr viele Sachen, wo wir gar nicht genau wissen, ja, was ist denn jetzt eigentlich damit passiert? Viele offene rote Fäden und viele vertane Chancen, muss ich sagen. Es ist sehr, sehr schade, dass davon nichts mehr kommt, weil es war eigentlich ganz gut, aber es fehlte halt wirklich jetzt der finale Abschluss, dass man nur sagen kann, die Damen sind zum Beispiel für irgendwas gut, außer dass sie Nebenfiguren sind. Ja, also, oder was hat es jetzt mit dem Kater da zum Beispiel auf sich? Oder es kommen nachher durch diese seltsame Beziehung noch weitere Figuren dazu. Ja, also ich will es nicht verspoilern, weil, wie gesagt, es sind nur 10 Hefte, die sollte man nicht verspoilern. Aber wer sich einen Drogen durchweichten Hellblazer vorstellen kann, und zwar nicht nur durch diversen Whisky, und sondern so richtig auf Hippie, er sollte mal in Drumheller reinschauen, ist in 2 Trades dann abgeschlossen und lässt vielleicht dadurch viel Raum, um sich selber was vorzustellen, wie es weitergehen könnte, was ja manchmal besser ist als das, was man gelegentlich so geliefert bekommt. Das ist ein Hund, unsere Katz. Ja, also wo er das Kissen besteigt, das war schon episch. Dann würde ich gerade die Gelegenheit ergreifen, und wenn wir schon im Not Safe for Work Bereich sind, dann würde ich auch kurz einen Comic vorstellen. Ist auch ein Online-Comic, kann man also kostenlos im Internet lesen, gibt es aber auch als Print. Und das ist Oklav. Wird jeden Sonntag geupdatet. Oklav.com. Hat immer mal, also Format sieht folgendermaßen aus, es beginnt damit, dass es eigentlich eine zusammenhängende Geschichte ist, zersplittert sich dann aber schon nach den ersten paar Strips und wird dann einfach so fortgeführt, dass es immer kurze, maximal 2- bis 3-seitige zusammenhängende Geschichten gibt, oft aber auch Einseiter. Es schläft einfach alles mit jedem, was irgendwie Sex haben kann. Und es wird einfach es ist einfach unheimlich ironisch in vielen Hinsichten. Ich kann ja einfach mal hier den mal rumgeben. Ist auf Englisch, also damit muss man klarkommen, aber sehr grafisch. Also da, selbst wenn man nicht so gut Englisch kann, man wird das schon verstehen, um was es da geht. Also da gibt es die eine Szene, die ich jetzt mal offen habe, der schießt einfach seinen Sperma in das Gesicht von der Frau, die sich dann als Hexe entpuppt. Die verwünscht ihn dann, dass sein Penis erst dann wieder zum Leben erweckt wird, wenn er von einem wahren Prinzen geküsst wird. Und im nächsten Panel sieht man ihn eben vor einem Zelt stehen, auf dem steht: Bist du ein wahrer Prinz? Findest hier heraus. So ist auch der Humor der ganzen Serie, also okay. des Comics, also sehr lustige. Explizit. Ja, es ist sehr explizit, aber es ist, ist oft gar nicht. Oder? Ja, es ist von, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, aber es ist von einer Frau gezeichnet, und es ist nicht so pornografisch, wie man jetzt auf den ersten Blick, es ist eher humorös, also es ist wirklich eher lustig. Es gibt auch den einen Typen, der wird dann von einem Genie verhext, dass er der Beste ist in Blowjobs geben, und er so: Was ist das denn für ein Skill? Den brauche ich doch nie in meinem Leben. Und er so: Tja, du bist aber der Beste da dran, und das wird für immer an dir nagen. Weil du weißt, dass du der Beste bist. Aber du kannst es niemandem erzählen, genau. Also schon sehr implizit. Ach nee. Ja, es ist sehr explizit. Also es ist schon. Obwohl hier unten drunter gibt es ein, ach, das gehört gar nicht dazu, das ist ein Mana World. Okay. Nee, das ist dann Werbung wahrscheinlich. Man kann noch viel bessere Serie. Ja, okay. Also es ist schon sehr, man kann immer durchklicken, es ist schon sehr. Zeig mal an, denn das gefällt mir sofort. Die Uni wollte noch den Begriff Chibi erklären. Achso, Chibi. Chibi ist einfach, weiß ich jetzt gar nicht, ich denke schon, also im Manga kommt es halt verstärkt vor, und meistens ist es dann die Figur, die es eigentlich als, als normal proportionierte Figur einfach als entweder kindlichen oder halt eben ist das proportional reduziert, so man es erklärt. Ja. Große Köpfe
verniedlicht einfach. Ja. Und das hat man jetzt vor allen Dingen eben jetzt in den Marvel-Comics verstärkt gesehen. Vor allen Dingen dieser Nightcrawler-Charakter, dieser Splam, hat perfekte... Bamf war es. Hat sich angehört wie ein Soundwort. Hat halt wirklich dieses... Genau. Wenn der Nightcrawler teleportiert, macht es genau das, genau. Mhm. Und der ist halt perfekt. Es gibt den Nightcrawler in seiner normalen Proportion. Der ist halt einfach 1,80 groß daher, mit einem Kopf, der in der richtigen Proportion. Und diese Bamf-Dinger sind eben, bestehen eigentlich zu 60% aus Kopf und der Rest ist Körper. Also im Grunde das auch was bei Ultimate Spider-Man. Sind perfekte Beispiele dafür. Also einfach dieses... jetzt nicht unbedingt verkindlichte, es soll nicht heißen, dass das dann die Kinderversionen davon sind, sondern einfach, es ist halt einfach die niedliche Variante davon. Und das gibt es jetzt auch ganz viel in den Comicläden, gibt es ja auch diese Figuren, die man kaufen kann, diese verniedlichten. Also es kommt wohl ganz gut an, deswegen gibt es jetzt auch viel häufiger im westlichen Comic, denn das ist eigentlich was ganz Typisches aus dem Manga, denn diese Dinger sind verdammt schnell zu zeichnen. Jetzt das ist einfach wieder der praktische Teil, wenn man einfach Zeichner ist. Man hat ja diese ausführliche, sehr komplizierte Figur, die man zeichnen muss. Im Manga, das kennt man ja, die Augen sind fantastisch aufwendig, die Haare sind fantastisch aufwendig. Wenn man das auf jedem Panel, auf jeder Seite wiederholt, sitzt man einfach sehr lange dran. Deswegen wurde diese, ich denke mal nicht, dass es dafür erfunden wurde, aber das wird halt dafür sehr viel benutzt, dass man sich dort die Zeit spart. Diesen Charakter in groß und aufwendig, weil er ist ja schon da. Mhm. Es gibt sogar eine Serie, jetzt einfach mal schnell weiterzugehen, die das persifliert. Das heißt Perfect Girl. Und den kann man sich auch mal, ich glaube, der ist sogar schon abgeschlossen. Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall, die ersten Bände davon sind ziemlich gut. Ich habe sie leider verkauft, deswegen habe ich sie jetzt gerade nicht da. Aber da machen die sich, das ist ein Comic, ein Manga, wo sie sich auch drüber lustig machen, denn der Hauptcharakter kommt in einer Welt mit nur echten, normal proportionalen Menschen nur als Chibi vor. Okay. Also sie ist zwar kein Chibi, also wenn andere Leute sie dann ansehen, sehen sie tatsächlich das Mädchen, also sie ist einfach ein ganz normaler Teenie-Mädchen, aber sie selbst, wenn sie sich in dieser Geschichte erzählt, ist sie immer nur ein Chibi, und zwar ein sehr, sehr hässlicher Chibi, weil sie sich selbst nur als sehr, sehr hässlich wahrnimmt. Das ist halt der Twist in der Geschichte. Woher kommt der Begriff? Das Chibi heißt einfach klein. Okay. Also es gibt doch Chibi-User von Sailor Moon, und Sailor Moon heißt ja im Original Usagi. Usagi heißt ja Hase, und Chibi-User heißt kleiner Hase. Okay. Und das heißt einfach, sie ist eine kleine Version von Sailor Moon. Also bitte nicht steinigen, wenn ich das nicht perfekt erklärt habe, aber so ähnlich ist es. Mhm. So, ich suche dir immer etwas Expliziteres. Was? Ist bei Sailor Moon eigentlich auch Ringe, oder? Was? Sailor Moon hat diese Dinger hier vorne. Die schießen auch mit irgendwas, ne? Mondsteinflieg. Auf die Next Story ist dann die nächste. Wenn du auf Next Story klickst, hast du dann den Pun. Also der ist immer so aufgeteilt. Eine Seite ist halt... Ich zeige jetzt gerade nochmal Oklav. Next Page? Ja, Next Page einfach. So ist einfach der Humor da drin. Also es gibt halt einfach alles Mögliche. Expliziter als das wird es halt nett. Mhm. Es sind halt einfach nur... Es ist nicht so erotisch. Es sind einfach nur... Ja, also ich finde es lustig und halt sehr kurzweilig. Man kann immer mal wieder reinschauen. Ich schaue halt alle 3 Wochen rein. Also gibt es halt 3 neue Sketche. Es gibt immer mal wieder, sie hat zum Beispiel immer mal wieder wiederkehrende Charaktere, die man einfach dann erkennt. Es gibt zum Beispiel welche, die verkaufen im Prinzip Sexspielzeuge. Und mit denen ist halt nicht immer alles korrekt. Also diese Sexspielzeuge sind nicht unbedingt immer so sicher. Und die gibt's halt immer mal wieder, dass sich dann Leute drüber beschweren oder da versuchen, Reklamationen zu kriegen. Oder ja, es ist halt ein Fantasy-Mittelalter-Setting. Es gibt auch Barbaren, es gibt alles Mögliche, was man, Elfen, was man halt in einem Fantasy-Setting braucht, aber eben dieser Witzcharakter noch dabei. So, damit endet dann auch der Not-Safe-for-Work-Teil wieder.
Wer sagt das? Wer sagt das? Es geht gleich weiter. Oh, nein. Ich kann noch einen Online-Comic vorstellen. Hm? Ja. Es ist gut, dass die Leute, wenn sie das hören, können sie gleich reinschauen. Genau, also wie gesagt, Oklav findet man auf oklav.com, ja, so wie man spricht. Ja. Und das nächste ist, wie gesagt, oklav.com gibt es auch als Comic, jetzt sogar schon das zweite Heft erschienen. Hm. Jetzt kommt das nächste, das ist O Human Star. Ich bin sehr bei O. O Human Star hatte ich auch schon als Print-Variante da. Gibt es aber, glaube ich, entweder nur auf Demand oder ist da es nicht so bekannt ist. Oklav hat eine riesige Fanbase. Das ist jetzt eher etwas Kleineres, soweit ich das mitbekommen habe. Denn das muss man speziell sich bestellen und das dauert dann auch eine ganze Weile, bis es da ist. Ich weiß halt jetzt, dass gerade nur entweder GoFundMe oder ein Kickstarter dafür läuft. Also es sind auch ein paar Leute sehr irritiert, weil also es gibt doch schon eine Print-Variante, warum gibt es jetzt nochmal? Aber wahrscheinlich ist es damals sehr gering gedruckt worden und jetzt soll es nochmal größer gedruckt werden. Story, es gibt, spielt in der Zukunft, ist leichtes Science-Fiction, wirklich schön gemacht, es ist sehr farblich reduziert und zwar alles, was in der Jetzt, also es wird, genau, also sieht man ja, wirklich hübsch gemacht. Es gibt zwei Zeitlinien. Einmal die Zukunft, aber die Gegenwart der Zukunft sozusagen. Die ist blau gehalten und wenn es Rückblicke gibt, ist es rot. Und es geht eben um einen Wissenschaftler, der wohl als Klon oder als Cyborg, besser gesagt, in der Gott, oh Gott. Er ist gestorben. Wird aber als Cyborg wieder gebaut und wacht sozusagen in seiner Zukunft aus, in der er natürlich schon gestorben ist und sucht dann seine damaligen Freunde auf. Klingt ja super kompliziert, ist es aber nicht, man muss es mal lesen. Was halt passiert ist, erstens weiß er nicht, wer ihn wirklich gebaut hat. Es gab schon mal einen Typen, der versucht hat, ihn zu bauen, denn er ist der Urvater, also man sieht ihn hier gerade sterben, der Urvater dieser Cyborgs. Und genau, er wacht halt in seiner Zukunft auf und hat nur ein paar Hinweise. Er läuft natürlich rum, als ob nichts gewesen wäre, sucht sozusagen sein altes Zuhause, sucht seine alten Freunde, die sind 20 Jahre älter. Er ist also schon eine ganze Weile nicht mehr da und stellt dann fest, dass der Typ, mit dem wir damals zusammengearbeitet haben, die eben daran gearbeitet haben, Menschen zu cyborgisieren, ihn schon mal geklont hat. Also ihn gibt es schon mal. Ja. Aber seine Version hat seine ganze Persönlichkeit, hat sich aber dafür entschieden, als Frau zu leben. Also weil er ja cyborgisiert ist, ist es ihm ja egal, was für einen Körper er hat. Und er kommt, ihn gibt es jetzt sozusagen zweimal. Einmal ihn mit seiner ganzen Erinnerung und dann eben nochmal ihn als Frau mit seiner Persönlichkeit sozusagen. Okay. Mhm. Also er ist natürlich dann erstmal damit total konfrontiert, dass er sich selbst entscheiden würde, als Frau zu leben. Warum? Also er sagt jetzt nicht, dass er transsexuell ist oder sowas, sondern also er sieht das jetzt nicht. Er kommt natürlich auch mit diesem sozusagen Klon von sich nicht so klar. Dann hat natürlich der andere, sein Partner sozusagen, erstmal total, wer ist das, wo kommt der jetzt her? Denkt ihn natürlich erstmal, dass er ein Spion ist oder sowas. Er hat keinerlei, er weiß nicht mal, dass er gestorben ist sozusagen. Er wacht sozusagen auf und denkt, er ist sich selbst. Und läuft dann durch diese Welt und also die Story ist schon sehr schön verstrickt und sehr verrückt. Und er versucht halt jetzt rauszufinden, wer hat mich eigentlich hergestellt? Was habe ich für einen Sinn und Zweck? Und natürlich ist der andere sehr, voreingenommen. Genau, so der denkt natürlich, dass er jetzt so ein Kuckucksei gelegt wird und ihn auszuspionieren. Genau. Das ist wirklich eine coole Story. Oh, Human Star. Und ja. Gut. Jetzt, ich suche nochmal sie, also ihn als sie. die sehen sich nämlich auch schon schön ähnlich. Dafür, dass es hat halt. Hat sie auch einen Oberlippenbart? Nee, sie hat keinen Oberlippenbart, aber sie hat seine Nase. Also auch diese hakige Nase. Das ist schon schön gemacht. Aber sie hat natürlich keinerlei seine Erinnerungen, sondern. Und er ist natürlich auch sehr abgeneigt von ihr. Also von wegen, was soll das sein? Das bin nicht ich. Also
Sie war auch, also als er sie geklont, also ihn als Cyborg geklont hat, war sie auch kurz halt ein Kerl. Also sie hat sich dann selber dazu entschieden. Und er ist natürlich, er möchte eigentlich am liebsten weiter forschen und weitermachen mit seinem Leben. Er weiß überhaupt nicht, wieso er jetzt dann jetzt sich weitermachen kann. Dann ist er natürlich von seinem alten Partner da sehr, also entsetzt. Er ist natürlich 20 Jahre älter. Der war früher sein kleiner Schüler und jetzt ist er genauso alt wie er sozusagen und hat natürlich sich schon seinen eigenen Namen gemacht und hat sein Labor und alles und es ist gar nicht mehr dieses Machtgefüge, was er davor hatte. Das ist ganz, ganz schön, also diese emotionalen Probleme, die sie da haben, ist wirklich gut gemacht. Also so. Die neueren Seiten haben ein bisschen Spannungsprobleme, weil sie, ich denke mal, wenn es mal wieder als ein Kapitel durchzulesen ist, ist es wieder sehr cool. Aber für einen Webcomic ist es einfach gerade sehr langatmig. Also es kommt die nächste Seite, man muss wieder eine Woche warten, dann kommt die nächste Seite. Und es ist gerade sehr viel politisches Blabla. Also natürlich ist die Story ist natürlich auch was, hat... ist halt kein Popcorn-Kino sozusagen, sondern man muss da wirklich sich ein bisschen reinfinden. Und das tut halt auch die Comiczeichnerin. Die arbeitet natürlich das alles auf, die ganzen Ängste, die die haben, warum er jetzt tatsächlich geklont wurde oder halt neu gebaut wurde. Und das braucht halt einen Moment. Also ist halt nicht so hammerspannend jetzt gerade, sondern es ist eher erklärend. Genau, gut, das ist O Human Star. Wie viele Seiten sind wir denn? Oh Himmel, ich denke auf jeden Fall schon bei mindestens 3-4 Kapiteln. Das, was gedruckt wurde, was ich in der Hand hatte, war das erste Kapitel, also die ersten 32 Seiten. Das war recht dünn. Ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt halt einfach einen Sammelband drucken will. Okay. Ich kann ja gerade mal gucken, was es so mir sagt. Also jetzt bin ich gerade auf 19... Weil ich glaube, das ist Kapitel 4. Also es gibt 4 Kapitel und das hatte dann 45 Seiten. Oder ist es dann... Also das ist schon, auf jeden Fall läuft es jetzt schon ein bisschen. Seit 2012. Genau. Das kommt dann jede Woche, ne? Ich glaube es. Ich weiß, dass sie halt eine ganze Weile Pause gemacht hatte, weil sie, glaube ich, das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, sie hat an was anderem gearbeitet. Oklav kommt wesentlich regelmäßiger. Na gut. Genau. Der Briefstorm hat dann noch was. Hey. Ja, also ich möchte es jetzt nicht so wieder in epischer Länge diskutieren, ja. Sondern vielleicht eher mehrere kleinere Sachen, die mir gefallen haben. Zum einen ist es auch wieder von Image aus dem großartigen Sale, die fünfteilige Serie Miniature Jesus ist auch als Sammelband erschienen von Ted McKeeves. Und zwar geht die Serie los, indem der Protagonist in seiner abgefuckten Bude in den Staaten irgendwo in motelähnlichen Zimmer sitzt. Wo er sich hinsiniert, das liegt daran, dass er Alkoholiker ist. Wir hatten es ja heute schon mit trockenen Alkoholikern. Und er versucht auch vom Stoff wegzukommen. Und das hat sein Leben natürlich dementsprechend auch gestaltet. Zum Beispiel ist seine Katze gestorben. Also er starrt vor sich hin, denkt so nach. Und plötzlich fängt seine tote Katze an, mit ihm zu reden. Und es stellt sich raus, dass es... ein finsterer, eine Art, also sie erzählt ihm erst, sie ist ein ägyptischer Gott und so weiter und so fort. Und er beschließt hier, das sind doch jetzt nur Nebenerscheinungen von meinem Entzug. Und beschließt dann erstmal in die Stadt zu gehen und sich erstmal noch neue Lebensmittel und was er für seinen täglichen Bedarf so braucht, einzukaufen, was er auch macht. Aber zwischenzeitig kommt er an der Kirche vorbei. In dieser Kirche wiederum ist ein Priester, der mit sich selber redet und am Hadern ist. Und plötzlich passiert das, was dieser Geschichte den Namen gibt, nämlich der Miniature Jesus. Also der liebe kleine Jesus springt von dem Kruzifix an der Wand und steht halt so vor ihm. Mhm. Und der Pastor denkt sich, oh Gott, also es muss ja ein Dämon sein, das kann doch nicht hier einfach, ja, das würde doch Jesus niemals machen und versucht ihn auch zu zertreten. Ja, Jesus würde niemals von seinem Kreuz springen. Ja, und
Das resultiert dann darin, dass diese Kirche plötzlich zusammenfällt. Mhm. Und es ist ein Trip, diese ganze Geschichte. Es sind 5 Hefte an und für sich. Und es ist ein absoluter Trip, weil dann kommt noch ein Polizist und er will ihn festnehmen und plötzlich verwandelt er sich in eine Art Monster. Und man weiß die ganze Zeit nicht, passiert das jetzt wirklich oder sind das jetzt Folgen von seinem mangelnden Alkoholkonsum oder von seinem zu viel Alkoholkonsum und so weiter und so fort. Das möchte ich jetzt auch nicht auflösen. Das könnt ihr euch selber angucken. Was ich sehr, sehr empfehlen kann, sind die Zeichnungen, die halt wirklich krass meinen Geschmack treffen. Also es ist, sag ich mal, realistisch gehalten. Und der Horror an sich, zum Beispiel, wenn man das Gesicht von der toten Katze betrachtet, das ist schon sehr, sehr detailliert alles ausgefeilt. Und auch die Figur, er hat dann seinen eigenen Dämon. Also manche haben Engelchen und Teufelchen auf der Schulter, ne? Und er hat halt so auch so eine Art Dämon auf seiner Schulter sitzen. Und der auch sehr, sehr viel. Nee, das ist kein Chibi-Dämon. Nein! Da könntest du 50 Chibis zeichnen. Ich glaube, ich darf dir solche Begriffe gar nicht mehr beibringen. Wer weiß, wo die überall einsetzt. Wie widerlich. Also unfassbar geil gezeichnet. Ja. Sind natürlich teilweise Fotoreferenzen, klar. Definitiv, ja. Aber unheimlich geil. Also es ist komplett schwarz-weiß. Es ist keine Graustufen, sondern alles, was eben Graustufen ist, ist schraffiert. Verschiedene Pinsel wurden eingesetzt. Das sind auf jeden Fall ordentliche Tuschepinsel, aber halt, also Tuschestifte und auch Pinsel. Und sieht super krass aus. Was schöne, wunderschöne Schraffuren, also tolle Kreuzschraffuren und ach. Jedes Panel könnte ein eigenes Cover sein von irgendwas. Ja, ne? Das definitiv. Ist wunderbar gemacht. Und wer wirklich ein Faible für diese abgefahrene Geschichte haben könnte, ich meine, Jesus nahm ein bisschen ungehalten, weil als die Kirche zusammenbricht, lese er ja auch da drin und dann bricht ihm seinen Arm ab, läuft er die ganze Zeit mit seinem Arm in der Hand rum und sucht irgendjemand, der den Arm wieder dran macht und kann das überhaupt nicht glauben, dass die nicht glauben, dass der Heiland wiederkommt. Als Miniaturausgabe. Als Miniaturausgabe. Warum sollte er das machen? Und also ist schon. Na gut, warum sollte er von einer random Kirche mitten in Buxtehude? In Arschloch County in den USA. Genau. Ja. In warum? Dick Milch. Ja. Also. Was? Das ist dein neues Wort, ne? Das ist. Ich darf echt nichts mehr sagen. Alles steht im falschen Kontext. Chibi-Dickmilch. Und schon nochmal die Podcast-Episode erfolgen. Den Namen. Chibi-Dickmilch. Ja. Chibi-Dickmilch. Nee, Dickmilch hatten wir erst das letzte Mal. Oh je, oh je. Wo ich natürlich, das kann ich jetzt mal zeigen, wie das so auf euch wirkt. Wo ich natürlich letztes Mal schon was von, wo ich schon auf dem Blog was zugeschrieben hatte, ist Rover Red Charlie. Ah ja. Mhm. Das ist vielleicht ganz cool für euch mal reinzugucken, weil man kann sich schlecht vorstellen, als ich das Cover gesehen habe. Bist du zweimal, um einmal umzublättern? Das stimmt doch was nicht. Ja, ja, ja. Also Rover Red Charlie ist eine Geschichte über Apokalypse irgendwie. Und das ist jetzt natürlich nichts Aufwendiges Neues, was wir noch nie gehört haben, sondern, also ich sag mal, es ist irgendwas über die Menschheit ausgebrochen, was der Menschheit gesagt hat, bring dich um. Das heißt, jeder, wo er gerade ist, bringt sich halt um. Wen es nicht betrifft, sind die Hunde und andere Tiere. Ah. Und Rover, Red und Charlie sind 3 Hunde, die plötzlich herrenlos sind, weil ihre Leute, also ihre Halter, sich auf möglichst kreative Art und Weise umgebracht haben. Schön. Und diese 3 Hunde ziehen jetzt durch diese Landschaft, wo also relativ schnell kein Mensch mehr ist. Und zurück nach Hause mit Splatter. Ja, es ist damit. Ganz klar, Gas Ennis hatte ich geschrieben. Ne? Und von dem haben wir in letzter Zeit nicht unbedingt so mega viel Innovatives gesehen. Das hat mir aber sehr, sehr gut gefallen, weil er zu dieser Geschichte aus der Sicht der Hunde auch noch Besonderheiten zugebracht hat, wie zum Beispiel die Sprache der Hunde. Ja, also die Hunde bellen ja bekanntlich. Ne? Und das hat er erstmal mit übersetzt mit I'm a dog, I'm a dog, I'm a dog. Also wow, 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 I'm a dog. Und die unterhalten sich aber halt, wie man meinen könnte, wie das Hunde vielleicht so tun. Also sie haben auch die Befindlichkeit. Also es sind keine Tiere mit menschlichen
Anwandlung, sondern sie haben ganz normal ihre tierischen Bedürfnisse nach wie vor. Ja? Sie kennen sich halt, sie sind mehr oder weniger befreundet, weil die Herrchen sich kennen und beschließen halt, sie ziehen alleinsam raus aus New York, was auch relativ schnell gelingt. Doch sie sind halt Stadthunde, was das Leben da draußen ohne jemanden, der die Dosen für sie öffnet, nicht unbedingt einfach macht. Ja? Mhm. Und treffen dann auf allerlei andere Getier. Oh, schön, wenn die Menschen reden, reden sie gibberisch. Ja. Ja. Also es ist sehr, sehr aus dieser Hundeperspektive tatsächlich rausgeschrieben. Mhm. Und ja, macht einfach nur Spaß. Also das ist ja nicht viel nachdenken, einfach lesen und jede Menge Spaß haben. Also es ist innovative zum Beispiel als vieles, was wir bei Crossed gesehen haben oder die ganzen anderen apokalyptischen Serien. Macht einfach Spaß, macht Laune, weil jeder von den Hunden wirklich einen sehr eindeutigen Charakter hat und die trotzdem aber Sachen machen, wie man sie bei Disney niemals sehen würde. War auch Avatar-Press, ne? Oh ja, oh ja. Schön. War auch Avatar-Press, ne? Das ist von Avatar. Genau. Ja. Okay. Also irgendwie sind nicht alle Menschen verrückt geworden, nee. Aber aber das ist der erste Band. Also in dem ersten Heft gibt es noch recht viele Menschen, aber... Ah. Es gibt noch die eine oder andere, weil die meisten bringen sich halt um. Also wenn einer im Auto sitzt, würde er versuchen, sich um eine Laterne zu wickeln und tot zu sein. Wenn einer über die Brücke läuft, dann würde er versuchen, da runter zu springen und sich zu ersäufen. Das ist in dem Band der Gang der Dinge. Schön. Ja, das geht zur Sache. Ein anderes Ding, was ich glaube ich auch schon im Blog mal eine kleine Geschichte zu verfasst habe, ist The Manhattan Project. Mhm. Und zwar ist da die Ausgangsbasis davon, dass man sagt, also das Manhattan Project, was ja, wie soll ich das sagen, die erste Atombombe geschaffen hat und auf Japan geworfen hat und auch die zweite, war eigentlich nur ein Tarnunternehmen für was viel, viel Größeres. Also die haben das schon entwickelt, aber noch tiefer unter dem Manhattan Project gibt es noch viel, viel weitere Projekte, die noch viel, viel weitreichender sind. Mhm. Und zwar ist es da so, dass die Amis sich dann natürlich, wie sie es auch in der Realität getan haben, Werner von Braun und andere deutsche Wissenschaftler nach dem Krieg gleich gezogen haben und gesagt, hey Jungs, ihr seid zwar Arschlöcher, aber ihr seid schlaue Arschlöcher, arbeitet für uns. Und das ist da auch passiert. Der Werner von Braun ist dabei super gleich, wird gleich genommen und ist dabei für da Raketen zu bauen, was er in der Realität auch gemacht hat. Bloß da auf einer viel, viel höheren Basis, weil hier hat der Werner von Braun natürlich er will zu den Sternen. Mhm. Was er dann natürlich auch irgendwann schafft. Man sieht ihn auch die ganze Zeit noch, auch in den USA, ständig mit seinen SS-Runen an rumlaufen. Aber das ist halt so das typische Army-Ding. Die Russen haben natürlich auch den einen oder anderen Wissenschaftler gekapert. Und weil sie einen lustigen Tag haben, haben sie dem gleich erstmal ein Hakenkreuz in den Kopf reingeritzt. Mhm. Aber das bleibt dann halt auch für den Rest der Serie. Ne? Das ist ja halt so eine Narbe, wie es halt ist. Und auch viel, viel mehr historische Figuren, wie zum Beispiel Oppenheimer, der auch eine zentrale Figur war. Bloß dieser Oppenheimer, der hat einen bösartigen Zwillingsbruder, der auch nicht gerade freundlich ist. Ähnliches gilt auch für Albert Einstein, den man ja als sehr belesenen Menschen kennt. Hier in dieser Serie kann es allerdings vorkommen, dass man ihn mit einer Kettensäge in der Hand irgendwelche Aliens sezieren sieht. Also ihr seht, hatten echt Spaß. Ja. Ich merk's. Es ist wirklich abgefahrener Wissenschaftskram, aber nicht so abgefahren, dass es dämlich ist, weil sie wirklich sehr, sehr viele historische Anspielungen macht, die, wenn man ein bisschen geschichtsinteressiert ist, aufnehmen wird und sagen, jo, das passt jetzt aber hundertprozentig dazu. Zum Beispiel tritt später noch Juri Gagarin auf. Oder die Geschichte um die erste Mondlandung zum Beispiel wird doch ein bisschen anders dargestellt, als wir sie dann kennen. Und also das läuft jetzt auch schon sehr lang. Ich glaube, die sind bei Ausgabe 25, 26 so in dem Dreh. Und es hört nicht auf, lustig und interessant zu sein. Ja, also es ist viel intelligente Comedy, muss man sagen. Das ist, ja, also schaut mal rein, wenn ihr die Gelegenheit habt, das erste Trade oder so. Da kann man nichts falsch machen. Okay. Ein anderer Comic. Bitte? Ja, da brauche ich nicht reinzugucken groß, aber da sieht man zum Beispiel den Unterschied, der einen sehr, sehr ähnlichen Ansatz hat, den ich mir geholt habe,
Ich weiß gar nicht, ob ich ihn jetzt hier drauf habe. Ist Ministry of Space. Mhm. Und zwar von Warren Ellis. Und zwar ist der Ansatz da auch, dass Braun und andere Wissenschaftler zufälligerweise von den Alliierten geholt worden sind. Du musst nach vorne blenden, das steht jetzt schon ganz hinten. Aber halt nicht von den Amis und von den Briten. Und wir wissen ja, Ellis kommt aus diesem Vereinigten Königreich. Und die Geschichte ist quasi eine alternative Zukunftsgeschichte. Was wäre, wenn die Briten die besten Wissenschaftler sich geholt hätten und im Anschluss gleich alle anderen Wissenschaftler umgebracht hätten? Nämlich ja, durch einen schönen, das klingt total britisch. Ne, durch einen typischen Bombenabwurf, weil wir wollen ja auch nicht, dass die Russen zum Beispiel die besten Wissenschaftler kriegen, was ja, die haben ja auch einiges abbekommen nach dem Krieg. Und es zeigt eine sehr, sehr britische Version davon, wie die Zukunft aussehen könnte. Ja, mit Raumschiffen, die teilweise noch so eine Art Propeller haben. Oder wir sehen die typische Mondlandungsszene, wo dann halt nicht die amerikanische Flagge gehisst wird, sondern der Union Jack. Und jetzt kann man sagen, okay, die haben das ein bisschen umgeschrieben, wie spannend kann es sein? Es ist doch noch der ein oder andere Spin drin, der diese dreiteilige Serie dann unterhaltsam macht. Es ist die Briten hätten es übrigens ungefähr 8 Jahre früher geschafft, auf dem Mond zu landen. Ja, weil sie gesagt haben, sie pulvern da richtig Geld rein in die Geschichte. Ja, also das ist schon, ja. Gut. Es ist ein Mann, der da sehr, sehr verantwortlich ist dafür. Und also neben Braun, nämlich der Brite, der das Ganze koordiniert, der pusht dieses System und das ist so ein bisschen auch seine Geschichte, die eigentlich relativ früh zu Ende sein muss, weil er als erster Mensch im Weltraum wieder auf der Erde landet und dabei seine Beine verliert, also das nämlich im schönen Britannien in eine Scheune reinsetzt, sein Raumschiff, weil er hat ja von Braun so gepusht, dass er das alles möglichst schnell fertig machen soll und das hat er auch gemacht, bloß, wie gesagt, seine Beine sind halt dabei draufgegangen. Ja. Okay. Sind sehr, sehr klare Zeichnungen. Ja. Aber und halt mit so ein bisschen... Zeitsprünge, oder? Ja, sind, okay. Also es geht bis in unser Jahrhundert quasi rein und zeigt anhand der Geschichte des Leiters, der auch der erste Mensch im Weltraum in dieser Geschichte war, dann auch so die Geschichte des Ministry of Space. Mhm. Also ist auch nicht unbedingt eine Geschichte für jeden, aber wer sich ein bisschen damit beschäftigen kann und so ein paar Hintergründe kennt, der hat da auch sehr, sehr viel Spaß an. Das ist sicherlich kein typischer Warren Ellis, dafür sind doch zu wenig Schockmomente drin oder sowas, sondern das ist einfach ja, diese britische Sichtweise, die er da so ein bisschen rüberbringt. Wie könnte es gewesen sein? Und ja. Und offensichtlich ist auch die Apartheid noch nicht zu Ende. Ja, es lebt halt auch sehr, sehr stark. Ja, dadurch, dass das sehr gepusht wurde, ist es mit den Kolonien in England auch nicht so wirklich passiert, dass die irgendwann gesagt haben, naja, Kolonien ist vielleicht doch nicht so geil und das ist hier in dieser Geschichte nicht passiert. Ja. Mhm. Und macht Spaß, einfach mal reinlesen. Ist, wie gesagt, gibt es als Trade, glaube ich, oder als 3 Einzelhefte. Mhm. Sehr, sehr schnell. Es ist sehr einfach zu lesen. Die Zeichnungen sind wirklich sehr klar. Also da ist gar nichts, kein Diskussionsbedarf. Es lebt auch wirklich von diesen Designen, von diesen alternativen britischen Designen, sage ich mal. Wir wissen ja, wie die Mondfähre von den Amis aussah. Und wie die Briten. Und wie die Briten. Hier ist es natürlich noch ein bisschen mehr eine Symbiose mit der V2-Rakete von der Wehrmacht. Mhm. Beziehungsweise von der Luftwaffe. Was zu dem Comic, den du davor gezeigt hast, der ist zum Beispiel ein bisschen schwieriger zu lesen, weil da die Menschen sehr eigenwillig einfach auch gezeichnet werden. Also der hat wirklich so einen schönen, also so einen richtig simplen Stil. Der andere hat halt einen etwas eigenwilligeren Stil. Obwohl sie sich so ähnlich sind von der Idee her, sind sie völlig anders gezeichnet. Also auch den anderen hätte ich jetzt schwieriger zum Lesen gefunden. Da erzählt doch das Bild ziemlich viel, sehr eingänglich. Ja. So, als letzten habe ich doch noch was gelesen, und zwar auch wieder von Image, vom grandiosen Sale. Und zwar ist es White Death. White Death habe ich nur das Cover gesehen, habe ich weiter recherchiert und dachte, hey, White Death,
Das ist doch dieser, ich glaube, ein Finne. Mhm. Namens, also ich dachte, das wäre die Geschichte von einem Finnen namens White Death, der im Zweiten Weltkrieg der beste Scharfschütze des Zweiten Weltkriegs. Ah, ja, ja. Da gab es einen, der sich immer sehr schön im Schnee eingegraben hat und dann diverse Russen erschossen hat. Ne? Und als, hat auch noch sehr, sehr lange gelebt und war halt unter dem, also ist glaube ich vor ein paar Jahren erst gestorben und war lange unter dem Namen White Death bekannt, weil er halt, wie gesagt, Ja, da gibt es auch einen guten Wikipedia-Artikel drüber, wenn man das mal lesen möchte. Ja. Ist hier allerdings nicht der Fall. Oh. White Death bezeichnet zwar auch eine Kriegsform, aber eine vollkommen andere. Und zwar geht es da um die Lawinen. Ah. Weil wir haben ja schon zum Beispiel von Tardy oder von vielen anderen französischen Autoren, die haben ja als Lieblingsthema gerne mal den Ersten Weltkrieg. Ja. So die Grabenkämpfe werden gern dargestellt. Aber es gab natürlich nicht nur die Grabenkämpfe, wie wir sie in Frankreich gesehen haben, sondern es wurde ja auch an anderen Fronten gekämpft, zum Beispiel die Österreicher gegen die Italiener. Und man sieht, da sind ja diverse Berge dazwischen. Und wenn du da kämpfst, dann kämpfst du natürlich vollkommen anders. Also da macht es überhaupt keinen Sinn, sich da zu vergraben, zwei Meter untereinander verschenkt, sondern man hat das natürlich auch versucht, aber da wurde dann mit anderen Mitteln bekommen. Ne? Der White Death in dem Fall ist eine Lawine. Und da wurden die Alpen oder die ganzen Berge als Waffe eingesetzt. Das heißt, wenn man dann gesehen hat, oh, da unten ist eine gegnerische Einheit, die sich da und da bewegt, dann hat man da halt eine Granate hingeschmissen und die Leute wurden zugeschmissen. Mhm. Es gab auch teilweise diese Grabenkriege, aber mit nicht, dass man sich monatelang an einer Stelle eingraben konnte. Und als großen Feind hattest du natürlich noch die Kälte, die das Ganze natürlich noch sehr, sehr unwirtlich gemacht hat. Und in diesem Fall ist es ja so, dass wir mit Südtirol zum Beispiel ein Gebiet haben, wo ja sowohl Italiener als auch, sage ich mal, Österreicher gewohnt haben. Ja? Und da geht es halt schon sehr, sehr klassisch zur Sache. Was mich natürlich auch noch sehr motiviert hat, das Ding zu holen, ist, dass es ein sehr, sehr frühes Werk ist von Charlie Adlard. Und Charlie Adlard kennen wir ja als den Zeichner von The Walking Dead. Da sieht man halt seine frühen Geschichten, die er gemacht hat. Hier hat er sehr experimentiert mit so grauen Karton, wo er wohl drauf gezeichnet hat. Gefällt mir besser als Walking Dead. Ja? Es wirkt halt, also die Figuren sind teilweise schon sehr ähnlich wie zu dem, was er heute macht, aber das Drumherum, da hat er sich sehr besonders Mühe gegeben, um die Landschaft, um Schnee, um auch Kälte so darzustellen. Also das Einzige, was weiß kommt, ist der Schnee. Ja. Dadurch wirkt das schon mal einfach total krass. Jedes Mal, wenn, also alles andere ist eben grau und nur der Schnee ist weiß und dadurch ist der einfach sehr präsent und der White Death ist natürlich dann, natürlich haben die Sprechblasen sind auch weiß, die bringen natürlich, aber sehr schön gemacht. Ja, also es lebt halt auch davon, dass nicht nur die Naturgewalt symbolisiert wird, sondern auch ein Charakter ist halt in der Tat so ein eine Person, die auf beiden Seiten der Front zu Hause sein kann und das dann auch zwangsweise ist. Ja, also die wird dann irgendwann gefangen und kommt einfach dann zur anderen Seite. Und wird da halt verpflichtet, entweder wir killen dich jetzt oder du kämpfst halt für uns und dann macht er das halt. Und ja, es ist ein vollkommen anderes Szenario als man sonst vom typischen französischen Comic kennt, sage ich mal. Ne? Es ist auch so, dass man vor kurzem, glaube ich, erst noch sogar zwei Soldaten gefunden hat aus dieser Epoche, die halt irgendwo dann in den Schnee in irgendeine Spalte reingerutscht sind und da halt konserviert wurden bis heutzutage. Ne? Also es war schon sehr, sehr unwirtliches Schlachtfeld, was man da bestritten hat. Mhm. Ich denke, das war aber der Erste Weltkrieg insgesamt war für die Teilnehmenden sehr unwirklich. Ah, ich meine, also jeder Krieg, wirklich, jeder wirklich, Krieg ist ja irgendwie menschenverachtend, aber hier das sind halt nochmal extremere Bedingungen. Das ist auch da natürlich das typische Thema der Gasangriff. Ne? Das, was wir ja auch bei den Grabenkriegen von Tardy immer wieder symbolisiert sehen, das kommt da halt auch zum Tragen. Oder halt, was passieren kann,
ja, wenn man jemanden reizt halt so auf dem Schlachtfeld, ne? Also das, dass das durchaus auch Reaktionen hervorrufen kann. Ne? Ja. Ja, also wie gesagt, wer sich für ein Erstlingswerk von Adlet interessiert, greift zu. Es ist eine interessante Kriegsgeschichte. Mhm. Aber wie gesagt, wenig Bezug zu The Walking Dead oder zu dieser Materie an sich. Also man muss sich schon dafür interessieren, das Thema Erster Weltkrieg. Mhm. Sollte man präsent haben. Ja. Gut. Ja. Steffen, wer war von allem, was ich jetzt so vorgestellt habe, was wäre sowas für dich? Das Vorletzte, also das mit dem Ministry of Space? Ja. Okay. Ja. Das würde ich mir mal angucken. Oni? Ich würde mir auf jeden Fall das White Death mal angucken, weil das sieht schon ziemlich gut gezeichnet aus. Und ich plane ja auch einen Comic über Krieg. Das ist halt das Ungünstige an digitalen Ausgaben. Wir leihen uns ja sonst immer gegenseitig was aus. Nimm es gerne mit. Bye, bye. Ohne Ladegerät kommst du nicht weit. Das ist ja auch so eine Sache, die einmal positiv, einmal negativ ist. Für Comiczeichner ist es natürlich total geil, wenn niemand kommt und sich einfach eine Ausgabe, digitale Ausgabe von dir kauft. Du hast dann einfach nicht mehr den finanziellen Ballast, den du sonst immer mit dir rumschleppst, wenn du sagst, okay, was drucke ich denn jetzt? Drucke ich 100 Hefte? Drucke ich 750 Hefte? Drucke ich 2000 Hefte? Was lohnt sich? Druckkosten, du kannst Vollfarbe gehen. Ohne Probleme, du kannst alles Mögliche machen, du kannst dir Zeit lassen, du musst jetzt nicht, die Leute sind zufrieden, wenn du einmal die Woche eine Seite hochlädst. Du kannst es ja vergessen, bei einem Comicband, du musst ja schon Deadlines einhalten, die dann manchmal ein bisschen unfairer sind. Die digitale Distribution hat schon für den Zeichner jetzt definitiv Vorteile, würde ich jetzt mal sagen. Es ist natürlich schade, dass man es nicht mehr in der Hand hält, aber das ist ja jetzt auch so ein bisschen unser Zeitalter. Wann habe ich mir das letzte Mal ein Boxspiel gekauft? Also tatsächlich ein Spiel nicht über Steam runtergeladen oder auf irgendeinem Marketplace, sondern bin in den Laden gegangen und habe mir ein Spiel gekauft. Das ist auch schon wieder jetzt ein bisschen her. Und es wird immer seltener werden. Jetzt zum Beispiel haben wir seit kurzem Netflix. Da wird irgendwann auch das Kaufen von DVDs aussterben und ja. Mit Musik ist es auch schon eine ganze Weile. Ja, klar, Musik ist aber schon Musik ist ja schon seit den frühen 2000ern am Straucheln, was so die. Da kann man sich eigentlich nur noch die. Ja, was habe ich mir in Musik gekauft? Da kaufe ich mir halt wirklich diese Limited eher Sachen, wo dann ein Poster am besten noch drin ist oder. Shirt, Flaggen, was man so alles kriegt. Halt im Metal-Bereich kriegt man immer noch wirklich, wirklich schön designte CDs. Die kauft man sich dann auch. Ab und an dann eben mit Live-Auftritten DVDs dabei. Aber ansonsten eine DVD oder CD kaufen, das muss schon echt was Cooles sein, dass ich das noch mache. Es hat ja vor allem auch den Vorteil, dass du einen sehr, sehr großen, also zumindest theoretisch einen sehr, sehr großen Publikumsandrang haben kannst auf deine Sachen. Dass du halt, wenn du nur auf Druck gehst oder vielleicht nur auf deiner eigenen Homepage bist, schwierig hinkriegst. Also da musst du schon sehr, sehr gut im Mund zu Mund. Und gerade jetzt bei Comixology ist es auch so, dass die sehr, sehr viele Sachen auch übernehmen von Leuten, die freie Comics haben, also die du dann auch wirklich kaufen kannst. Und du kannst da die ersten drei Seiten kannst du immer reingucken, ob dir das gefällt. Und man nimmt vielleicht dann dadurch, dass du sagst, geil will ich haben, durch diese Sekunde, wo du dann gar nicht länger überlegst, sondern ich kauf's dann gleich, dann verkaufst du vielleicht auch einfach mehr. Weil die Leute dann nicht mehr die Gelegenheit haben, ich denke nochmal drüber nach, ob ich es mir hole, sondern du siehst es, gefällt mir, kaufe ich. So, die Hemmschwelle ist geringer, ne? Ja. Bitte? Die Hemmschwelle ist geringer. Ja. Ja. Wie sind die Preise? Ich kenne mich damit ja gar nicht so aus. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also teilweise, lustigerweise, bei neueren Sachen ist es teilweise teurer als das Print. Okay. Also die gehen sie ziemlich hoch. Ich, wie gesagt, gucke hauptsächlich, da ich ja auch noch viel auf Papier lese, wenn Sales sind, wenn irgendwelche. Ja, so wie bei Steam auch. Genau. Oder? Wenn irgendwas runtergesetzt ist, bin ich dann schon mal eher geneigt, reinzugucken und zu sagen, hey, das nehme ich jetzt mal hin. Gerade bei den Indies ist es so, dass sie manchmal auch krasse Aktionen haben, wo du dann wirklich für $10 dann 100
Indie-Comics kriegst, wo du, okay, da sind dann natürlich auch viele dabei, die du auch freikriegen würdest, okay. Aber du hast halt auf diesen System, und das System hat ja auch Vorteile. Also während ich brauche keinen Browser dafür, sondern das ist komplett, ich kann mir entweder jedes Panel angucken oder ich kann, also es ist wirklich sehr, sehr komfortabel. Ja. Ich habe zwischenzeitlich auch schon mal auf Amazon, auf Kindle mir Sachen geholt. Und da sind die Seiten halt nicht so. Die sind dann halt entweder von der Qualität her relativ schlecht eingescannt. Ja, oder es ist, hatte ich auch schon. Und du kannst wirklich nicht dieses Panel-to-Panel. Das ist halt auch was Comixology hat. Was auch ein interessanter Effekt hast, wenn du wirklich nicht weißt, wie die Seite weitergeht. Ne? Und jeder kann sich ja selber aussuchen, ob er den Panelaufbau sehen will von der Seite oder aber wirklich wie einzelne Szenen vom Film das so durchspringt, was auch von Effekten her interessant ist. Vor allem, das muss ja auch jemand machen. Du kriegst die Panels dann halt auch auf riesig groß, was halt bei unterschiedlichen Künstlern natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich wirkt. Also es ist halt schon was anderes, wenn du das wirklich tabletfüllend hast, das Panel, oder auf die herkömmliche Art und Weise. Ne? Das ist... Ja, das, ja. Also ich denke immer noch nicht, dass es den Print-Comic ablöst, aber es ist auf jeden Fall mal eine ganz schöne Ergänzung. Also das mit dem Panel-to-Panel ist echt cool. Ja. Die sind halt auch so cineastisch geschnitten. Also es ist nicht, dass die einfach nur springen, sondern sind Übergänge teilweise drin, wie man das von der guten alten Bildschirmpräsentation kennt oder sowas. Ja. Das ist halt nicht jedes Mal gleich. Und das ist manchmal überblendet und gerade solche Schocksequenzen lassen sich so viel, viel, viel besser rüberbringen. Halt, ne? Das, schockiger. Ja. Also wie gesagt, ich werde es mit dem Papier wahrscheinlich nicht aufgeben, aber wir hatten es ja schon angesprochen, damit hast du halt auch nie ein Platzproblem. Ja. Hast die quasi in deiner Cloud. Mittlerweile, lustigerweise kann man die auch, seit Amazon es übernommen hat, haben sie dann was geändert, und zwar kannst du auch runterladen. Okay. Was es vorher nicht gab. Also da wäre es quasi so gewesen, wenn du, also wenn Comixology pleite geht, dann sind deine Comics halt weg. Ja, ne? Okay. Wie es halt mit Cloud-Sachen so ist, wenn die weg sind, sind sie weg. Und jetzt ist es wohl so, habe ich noch nicht gemacht, aber man kann die wohl auch downloaden. Okay, hast du Datei dann auf dem PC oder was? Man kann die runterladen. Okay. Und auch das Hochladen von Sachen ist anscheinend nicht so kompliziert. Zum Beispiel haben es auch wieder die Jungs von Plemplem, die ja jetzt auch eher als deutscher Indie-Verlag jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, sofort wahrscheinlich auf dem Radar von Amis drauf gewesen wären. Die haben da auch ihre Sachen eingestellt. Okay. Die sind teilweise übersetzt, aber es gibt auch deutsche Ausgaben, und die kannst du dir dann auch da Kann man da auch als Zeichner sich da sozusagen bewerben? Du kannst quasi sagen, ich hätte ganz gern, dass ihr eure Sachen, dass wir die Sachen da drauf haben. Denke die Möglichkeit. Ja, natürlich. Und dann wirst du davon, wenn da was runtergeladen wird. Also ich sag mal, das Heft im Sale ist auf 89 Cent, Euro Cent. Das ist was seit Amazon jetzt halt eingerichtet wurde, dass du nicht über die Ami-Seite bezahlst, sondern die haben noch eine europäische Seite eingerichtet wegen Steuern. Natürlich, auch das kann man natürlich wieder umgehen, wenn man das möchte, aber gut, das ist mir alles, 89 Cent bin ich zufrieden mit für ein US-Heft, weil es gibt mittlerweile ja auch US-Hefte, die hast du 3,50, 3,99 oder so in dem Dreh, und da macht dann nicht so viele Gefangene. Also wenn du das typische Trade, kommst du auf 4,50 Euro oder sowas, und dafür kann ich es gut mitnehmen. Gerade, ich meine, die von Image, die ersten Trades, die sind ja alle $9,99. Was heißt, du bezahlst dann zwischen 7 und 8 Euro real hier, wenn du es bestellst. Aber hier im Sale hast du halt wirklich US-Heft, kannst rechnen, 89 Cent, und damit kommt es ganz gut. Ich habe zum Beispiel die ersten beiden Trades von Gotham Central, hatte ich damals im Papier geholt. Einmal das von Panini. Es gibt ja leider nur eins von Panini, Gotham Central. Und das anschließende US-Trade habe ich mir geholt. Aber das kam dann auch schon wieder auf 14 Euro oder sowas. Und dann überlegst du dir, ob du die restlichen bis Ausgabe 40 jeweils ausgeben möchtest. Und auch die gab es jetzt irgendwann für 89 Cent. Und da habe ich gesagt, okay, hole ich mir die restlichen, was weiß ich, 25 Trades oder so. Oder 30, hole ich mir dann einfach am Stück. Zack. So, und dann bin ich zufrieden. Das ist schon. Und da zögerst du auch nicht so lange. Ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass sich das wirklich so ändert mit den Lesegewohnheiten, aber
Die Technik gibt es halt her. Ne? Also es, wie gesagt, das ist halt einfach was, was das entwickelt sich jetzt in allen Bereichen. Bei Steam ist es ja genauso. Da nimmt man ja auch. Ich kenne Leute, die haben über 500, die haben über 1000 Spiele in ihrer Bibliothek, die sie dann. Das Schöne ist ja am Comic, dass es tatsächlich zu bewältigen ist. Also man kann sich ja dann hinsetzen und den lesen. Beim Spielen ist es ja immer sowas, die haben ja dann auch wirklich ihren Zeitaufwand. Außer man kauft sich halt Dinger, die in einer Stunde durch sind. Ja. Das will man aber dann meistens gar nicht. Und dann liegen die da. Man hat richtige Perlen dort liegen, die man noch nie angefasst hat. Und deswegen habe ich mir bei dem Ding auch gesagt, ich mache das so, dass ich mir keinen virtuellen Lesestapel aufbaue. Also mein Papierlesestapel ist schon relativ groß von Sachen, die ich schon immer noch mal lesen wollte und die irgendwo im Regal stehen. Und das wird, deswegen habe ich jetzt auch so viele Online-Sachen gleich gelesen, weil ich gesagt habe, hier jetzt, jetzt gilt's zwischen den Jahren. Und jetzt fehlt eigentlich nur Gotham Central, dass ich da mal wieder auf Stand komme. Was Panini ist jetzt auch schon als abschließende Frage eine ganze Weile da bei Comixology. Panini ist hast auch du jetzt da schon mal was? Panini habe ich noch nichts geholt, aus dem einfachen Grund, dass Panini momentan nicht das ganze Programm drin hat, sondern viele Sachen, die sie vorher auf ihrer eigenen App hatten. Also viel Top-Cow-Sachen, dieses Alice im Wunderland zum Beispiel, diese Geschichten. Oder von Boom irgendwelche Geschichten. Und entweder habe ich die schon oder sie interessieren mich nicht. Und ich finde auch teilweise sind die Preise relativ hoch. Ja, also ich kann es jetzt, ich habe hier, bin hier nicht im Netz, aber du zahlst da natürlich weniger als für Papier, aber noch nicht so viel weniger, dass ich sage, es lohnt sich für mich, weil da sind keine Sales dabei. Also wenn Panini das forcieren will, wäre es für mich erst interessanter, wenn der Preis weiter nach unten geht. Weil wenn ich da nur 2, 3, 4, 5 Euro Unterschied habe, dann kann ich mir auch das Papier holen und dann steht es mir ins Regal. Ne? Ja. Das kann ich euch dann ausleihen. Genau. Oh, das hätte ich. Och. Ja. Und das. Ja, also kann ich jede Zeit abfunden. Verstehe es endlich. Ist ja, sie haben auch ziemlich viele französische Comics drin, wo ich dann auch schon mal immer ganz gerne reingucke, wenn die da irgendwas ankündigen. Eine Zeit lang haben sie es immer sehr, sehr angekündigt, wurde immer darauf hingewiesen und waren auch wunderschöne Sachen dabei. Aber auch da sind die Preise relativ hoch. Ja, weiß ich nicht, ob sich das dann wirklich so rechnet. Wenn das, also wie gesagt, so ein Sale ist, glaube ich, schon ganz gut. Sie machen es bei anderen Serien relativ geschickt. Über Weihnachten haben sie zum Beispiel, wie ich es schon vorgestellt habe, zum Beispiel das Little Nemo in Slumberland vorgestellt, die erste gratis rausgehauen. So, cool. Dann wirst du natürlich angefixt und sagst, hey, geil, vielleicht nehme ich diese sogar ins Abo oder hol mir dann, wenn das Trade ist, hole ich mir das dann. Und das haben sie auch bei, was weiß ich, God Hates Astronauts zum Beispiel, habe ich die erste Nummer. Das machen sie schon relativ geschickt, dass du wirklich. Wie funktioniert so ein Abo bei denen eigentlich? Also wenn du jetzt was abonnierst, kriegst du automatisch dann immer draufgespült. Genau, du kriegst es draufgespült. Okay. Wobei ist die Frage, ob man das wirklich muss, weil du musst eigentlich nur dran denken, reinzugehen. Ja, du kannst ja auch eine Erinnerung bauen. Ja. Also kannst ja auch sich sogar die dran erinnern. Die neuen sind dann natürlich immer die teureren Sachen. Das heißt, kannst du auch 3,59 Euro für ein US-Heft zahlen. Aber wie gesagt, so eilig habe ich es dann meistens nicht und guck einfach, was es so im Tagesmenü so drin gibt. Die haben meistens so 3-4 Sachen, die sie gerade vorstellen und oftmals sind Sachen, die ich mir sowieso mal reingucken wollte. Und ja. Gut. Also es ist keine vollständige Alternative, aber ich denke, eine sinnvolle Ergänzung, gerade wenn man sehr viel liest. Also ich sag mal, wir sind ja nicht die typischen Comicleser, sondern wir lesen wahrscheinlich überdurchschnittlich viel und investieren so auch noch überdurchschnittlich viel Geld. Und wenn ich das investiere, dann muss es mir auch gestattet sein, zu sagen, ich gucke danach, wo ich eine gute Alternative habe, das zu kaufen. Ob es jetzt Marketplace ist, ob es eine Online-Version ist oder was auch immer. Ja, also das oder die US-Version, das ist ja auch manchmal eine Alternative. Ja, ist halt so. Gut. Ja. Hat noch jemand was? Oder ich glaub, Joni überlegt schon, wie sie ihren Output hochladen kann. Nein. Ja, nee, ich bin immer nur bei solchen, die sind ja wirklich auf eigentliche Print-Comics fokussiert. Mhm. Und es gibt natürlich im Online-Comic-Bereich so viel mehr. Es gibt ja wirklich, wirklich Online-Comics, die dafür da sind, dass man sie online liest. Mhm. Und das ist was, dafür ordentliche Reader zu schreiben, ist immer noch recht schwierig. Mhm. Das ist halt.
Das haben sie hier halt wirklich perfekt beherrscht. Ne? Also da stimmt das wirklich alles, wie du es lesen willst, und es funktioniert alles. Und ja, klar, sie gehören jetzt zum bösen Amazon, aber es ist keine Alternative am Horizont ersichtlich. Eben. Ne? Mhm. Die Black Dog hat zum Beispiel auch einen eigenen Reader oder sowas, aber auch da ist es sehr begrenzt, was da drauf ist. Da sind natürlich auch viele deutsche Sachen drauf, die du hier nicht hast. Aber ich sag mal, wer Englisch kann, hat hier halt eine krasse Auswahl dann. Mhm. Man kann auch bei den Preisen gar nicht meckern, wenn man überlegt, was eigentlich da hinter einem Comic hintersteckt, und dann auch noch diesen coolen Reader zu haben. Da ist ja wirklich jemand, der sich hinsetzt, die Panels auseinanderschneidet, Seite für Seite, diese Dinger dazwischen setzt, die lese, wusch, klar, das sind nur Skripte, aber am Ende muss sich trotzdem noch jemand hingesetzt haben, das gemacht haben. Ja, du hast halt manchmal hast du auch digitale Exklusivgeschichten, wo dann halt Unmengen von Skizzen, also das ganze Zusatzmaterial, was du vielleicht nicht in dem jeweiligen Trade dabei hast, dabei ist, und das macht es dann natürlich auch wieder interessant. Das ist ordentlich. Oder wirkliche coole Cover und sowas, die du sonst nicht kriegst, und das macht es halt dann zu was Besonderem, außer das Argument Preis halt. Ne? Das, ja. Gut, gut. Also wir werden sehen, wo sich das Ganze hier entwickelt. Mhm. Okay. Ich glaube, wenn wir da so auf die Zeit gucken, haben wir einen überlangen ersten Jahrespodcast. Yay! Ich glaube an der Stelle. Dafür, dass wir alle reingekommen sind, oder ich habe heute eigentlich gar nicht so viel dabei, ich weiß auch nicht. Ja. Ist es doch richtig schön lang geworden. Ja, genau. Ich hoffe, ihr habt euch nicht gelangweilt. Jetzt geht's so. Nee. Ich mache nur die Heizung ein bisschen hoch, ich friere. Gut. Ja, ich glaube dann. Hey, Mess. Sehen wir uns das nächste Mal. Tablet wird heruntergefahren. Bye, Tablet. Was denn? Sehr schön. Wieso, was das kann nur Android. Apropos Android, möchte ich noch kurz dazu ergänzen, dass Comixology auch jetzt die Möglichkeit, also schon längere Zeit, die Möglichkeit bietet, über PayPal zu zahlen. Das heißt, ich persönlich bin mit Kreditkartendaten nicht so freigebig im Netz. Deswegen habe ich eine Zeit lang immer die irgendwelche Guthabenkarten hier gekauft. Das braucht man jetzt aber nicht mehr, sondern man kann einfach sehr komfortabel mit PayPal zahlen, was ich sehr, sehr schön finde. Gut. Okay. Uni, noch was zu ergänzen, oder? Geht sich gerade die App runter? Nee. Latten. Ich gucke mir das mal an. Ich will nur nachher noch dem Steffen Kram zeigen. Ach, Kram. So. Gut. Dann lasse ich mir jetzt mal Kram zeigen und wir sagen tschüss bis zum Februar. Bye bye. Bis denn. Winken bringt nichts. Mist. Winken bringt nichts, genau. Sieht keiner. Macht's gut. Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.